Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einer ungewöhnlich sakralen Folge zum geweihten und gebenedeiten Film Das Leben des Brian. Was hat die Volksfront von Judäa mit dem galaktischen Imperium zu tun? Auf welche Events in der Bibel wird in dem Film angespielt? Haltet eure Sandalen und Flaschen bereit. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß, Leute. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zur atheistischen Bibelstunde. Mit mir im Beichtstuhl sitzen der Tobi. Moin, Holland. Hallo. Das fängt ja schon gut an. Das wird wieder ein Zitate-Gebäsche heute. Außerdem ist anwesend hier körperlich und auch im Geiste Richard. Ah, Judas sei gegrüßt. Mein Name Moin ist, Heiland kann ich nicht toppen, das war zu gut. Ja, mein Name ist Fred. Der Weihrauch brennt, das Wasser wurde zu Wein verwandelt. Wir sind in Myrrhe gesalbt. Ja, wir haben uns eingesalbt. Was ist das denn für eine Krankheit? Salbe? Was ist das denn für eine Krankheit? Ich glaube, ich habe von so einer Krankheit gehört. Oder habe ich das nur geträumt? Ja. Also, bevor hier hart gepodcastet wird, eine kurze Botschaft von unserem heutigen Gönner. Werbung. Wenn es um Essen geht, bin ich selbst leider eher fantasielos. Ihr kennt das wahrscheinlich, nach einem stressigen Tag fehlt einem oft die Energie in der Küche, was Neues auszuprobieren. Und auf extra Einkaufen habe ich dann sowieso keinen Bock. HelloFresh löst hier beide Probleme. Es ist eine Kochbox, die einmal die Woche zu dir nach Hause geliefert wird. Darin findest du perfekt organisiert und portioniert 5 Gerichte für die kommende Woche. Der Service ist sehr flexibel. Du kannst auf der HelloFresh-Website oder in der App jede Woche auswählen, welche Gerichte du haben willst. Du kannst den Liefertag wählen, du kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Ich selbst habe das schon ausgiebig getestet und ich muss sagen, die haben geile Sachen. Von Veggie über Hausmannskost bis zum edlen Filet. Die Auswahl ist groß. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich durch HelloFresh tatsächlich meinen kulinarischen Horizont erweitert habe. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass HelloFresh sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und recycelbare Verpackung legt und dass insgesamt beim Kochen tatsächlich viel weniger Müll anfällt. Probiert HelloFresh gerne mal aus. Für alle Kack- und Sachhörer gibt's von HelloFresh einen 50-Euro-Gutschein. Die verteilen sich auf eure ersten 4 Boxen. Die Hörer in der Schweiz und in Österreich können natürlich auch mitmachen. Da sind die Werte natürlich entsprechend dann angepasst. Meldet euch für den Test an mit dem Gutscheincode Sachgeschichten21 bei HelloFresh oder klickt direkt auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Schlemmen und Schnabulieren mit HelloFresh. Werbung Ende. Leute, Ostern steht vor der Tür. Oh, scheiße, stimmt. Ja. Oh nein, stimmt. Oh. Also das hier ist, also wir haben gerade bei den Kack- und Sachgeschichten, ich schwöre bei allen nicht existenten, mir nicht heiligen Göttern, ich schwöre es, es war wirklich Zufall. Es hat wirklich, nee, ohne Scheiß, hat nichts mit Ostern zu tun. Es war Zufall, dass wir bei den Kackis so eine Art Bibel-Double-Feature haben. Vor ein paar Tagen kam in unserem Premium-Kanal unser Bibelformat Holy Shit raus, wo wir über Sodom und Gomorra gesprochen haben. Bei Holy Shit reden wir ja immer über Bibelkapitel und tun so, als wären die Filme. Und jetzt reden wir über einen Film, der so tut, als wäre er ein Bibelkapitel. Meine Damen und Herren, Monty Pythons, Das Leben des Brian. Oh, Brian! Not a girl called Brian. Ihr müsst euch mal anhören, was die da in diesem Anfangssong singen. Das ist kompletter Unfug. He got arms and legs. Ja, fantastisch. Ehrlich. Ja, ja, Leute. Wir wollen ihm huldigen. Was? Huldigen? Besoffen seid ihr? Wir sind einem Stern gefolgt. Stern voll seid ihr. The Life of Brian, Monty Python. Also den jüngeren Hörern ist es, glaube ich, weniger ein Begriff. Die alten Hörer, die liegen jetzt schon vor Lachen am Boden. Oder sagen, kenne ich schon. Tobi, kommt ein Alien in einem merkwürdigen gelben Raumschiff, das auf Judäa zusteuert, auf die Erde? Wie würdest du den beiden Außerirdischen erklären, was ist
Life of Brian, das Leben des Brian. Also, das Leben des Brian ist ein britischer Spielfilm der Comedy-Kombo Monty Python, in dem es um die Parallelgeschichte zu Jesus geht, nämlich um Brian von Nazareth und wie er dann am Kreuze, wie er sich radikalisierte und dann am Kreuze endete. Genau. Ja, genau. Ja. Und das halt parallel zu Jesus. Ja. Monty, also über Monty Python, die Truppe an sich, also es wird jetzt keine riesengroße 6-Stunden-Monty-Python-Folge, das heben wir uns für irgendwann mal auf. Könnte man ja vielleicht auch mal einen Premium-Kanal bei Bioshit oder so machen. Wenn dann alle tot sind irgendwann, ja. Oh, Monty Python. Ja, genau, wir fiebern drauf hin, ne? Nein, Monty Python ist eine Schauspieltruppe, eine Comedy-Truppe aus Großbritannien, die in den, wann ging das los, schon in den 60ern? Ja. Die so in den 60ern, 70ern eine der bekanntesten und erfolgreichsten Comedy-Truppen weltweit, kann man sagen, war, die bekannt wurden einer großen Öffentlichkeit durch ihre TV-Show Monty Python's Flying Circus. Und irgendwann fingen die an, auch Spielfilme zu machen. Ja, die Ritter der Kokosnuss war meine Einstiegsdroge in das Monty-Python-Universum. Life of Brian kam 79 und gilt für viele als der Monty-Python-Film. Mhm. Für viele auch aus der Combo. Genau. Also Terry Gilliam zum Beispiel hat das mal gesagt, dass das der wahrscheinlich beste Film von Monty Python. Also Gleason hat auch gemeint, stimmt, dass es, der Gleason hat auch gesagt, dass Life of Brian war der Höhepunkt ihrer Karriere, weil auch alles gestimmt hat wohl. Also Drehbedingungen, Jokes, Vorbereitung, alles war einfach so. Die haben den Film in 5 Wochen, hatten die den, glaube ich, runtergerockt oder so. Richard, was sagen die Kritiker zu Life of Brian? Was meinst du, heute oder damals? Damals. Damals. Gut, ihr habt doch unsere, also für alle, die Sodom und Gomorra-Folge gehört haben, ungefähr das. Also das wollten die damaligen, also die Kritiker waren eigentlich, also filmkritisch betrachtet haben Kritiker einfach nur gesagt, es ist Monty Python, mehr gibt's nicht zu sagen. Ist halt ein ulkiger, witziger Film mit sehr viel Gesellschaftskritik drin. Allerdings hat der Film extreme Kritik auf der anderen Seite ausgelöst. Aber wenn wir beim Filmischen bleiben, er ist halt ein Riesenerfolg. Also für so einen blödeligen Film von im Prinzip der Saturday Night Live Antwort aus Britannien. Eher die Bully-Parade. Ja, die Bully-Parade, genau. Eine Aneinanderreihung von Sketchen. Ja, ist er ja auch nicht ganz. Der Film ist es ja eben nicht. Also die anderen haben das ja und Life of Brian ist es eben nicht. Aber von daher gesehen, also heute irgendwie bei IMDb eine Wertung über 8, Rotten Tomatoes, 97% Kritikerwertung, 95% Publikum. Also auf ganzer Linie ein voller Erfolg, kann man sagen. Und gilt ja für viele als einer der besten Filme überhaupt. Und löste damals. Ist auch gut gealtert. Also das, was Monty Python, Tobi und ich haben heute noch gesehen, das, was Monty Python damals da zeigt, in der Zeit leben wir jetzt gerade ungefähr. Ja, darüber müssen wir nachher noch sprechen, wie unfassbar aktuell dieser Film jetzt gerade wieder und ist. Und müssen später auch noch darüber sprechen, dass dieser Film damals ja einen weltweiten Shitstorm, wie man heute sagen würde, ausgelöst hat. War der dritte Film von Monty Python. Tobi hat es gerade schon kurz zusammengefasst. Die Geburt und das Leben von Jesu werden in diesem Film verhohnepiepelt. Löste Stürme der Begeisterung, aber auch der Entrüstung aus. Da reden wir später noch drüber. Weltweit Aufrufe zum Boykott. Man liebte oder hasste diesen Film. Er war in mehreren Ländern sogar verboten. Gilt bis heute als Paradebeispiel für den Konflikt zwischen künstlerischer Meinungsfreiheit und der Religion oder ich sag mal religiösen Gefühlen. Ja, Norwegen hatte ihn sogar aufgrund von Blasphemie halt wirklich auch auf den Index gesetzt und Monty Python hat halt geil reagiert, weil die gesagt haben, ein Film, also die haben ihn verkauft in Norwegen in der Werbekampagne als ein Film so lustig, dass die Regierung nicht will, dass du ihn siehst. Ja, also Terry Jones hat übrigens dazu gesagt, es geht der Regisseur. Genau, es geht nicht darum, was Jesus gesagt hat, sondern um die Menschen, die ihm gefolgt sind. Das ist auch in dem Film, wenn ihr euch das anschaut, Jesus selbst wird überhaupt nicht verarscht. Im Gegenteil, also man sieht ihn nur 1,5 Mal. Also einmal eben bei der Bergpredigt, wo im Prinzip das genauso gefilmt ist wie die alten kirchlichen Fresken, beziehungsweise Ikonen.
so der weiße, bärtige, langhaarige Typ auf diesem Berg mit den, auf diesem Hügel mit den Leuten davor, das sieht praktisch genauso aus wie die ganzen alten Gemälde und eben auch diese Ikonen da. Der Szene wird Jesus auch nicht verhohnepiepelt? Im Gegenteil, also der sagt genau das, was er eben auch in der Bergpredigt dann erzählt, da kommen wir nachher nochmal zu. Und dann schwenkt die Kamera ja ganz weit zurück. Die Leute, die so weit weg sind, dass sie ihn nicht mehr hören, ab da beginnt er erst die Verarsche. Und auch bei der allerersten Szene, beziehungsweise bei der zweiten Szene, wenn man es genau nimmt, bei der Geburt, beziehungsweise da, wo die drei Königinnen und Könige da auftauchen, wo sie dann wieder rausgehen und man das Krippenspiel praktisch sieht, das ist super heroisch gemacht. Also mit Adam und Eva, würde ich schon sagen, Maria und Josef mit diesen Heiligenscheinen, so alles super edel und so. Also Jesus selbst wird null verarscht, auch seine Aussagen werden nicht verarscht. Im Gegenteil, und da kommen wir nachher nochmal zu. Terry Jones hat in diesem Zug auch gesagt, er findet es eine Frechheit, gerade von Kirchengelehrten, zu behaupten, der Film wäre Blasphemie. Er meinte, wenn ihr wer auch nur im Entferntesten sich überhaupt damit auseinandergesetzt hat oder den Film auch gesehen hat, wird erkennen, dass es eine, Achtung, neues Wort, Häresie ist, mit Ä geschrieben. Und zwar im engeren Sinne eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensansätzen steht. Im weiteren Sinn kann eine Häresie von vom anerkannten abweichenden Lehre, Meinung, Doktrin, Ideologie etc. pp. Oder eine Philosophie sein. Genau. Also die verarschen nicht den Glauben, sondern die Kirche. Genau. Ja. Und ich finde es wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Ich finde das auch wichtig, aber das zeigt der Film auch eindeutig. Also genau, wer aktiv, selbst wenn du überzuckert und mit drei Bier drin dir diesen Film anguckst, ja, dann lachst du noch härter über die Witze, aber du wirst auch erkennen, dass sie ziehen Jesus nicht durch den Kakao, sondern die Geschichte dessen, wie es überhaupt zu einem Messias oder ähnlichem halt kommt, das wird durch den Kakao gezogen. Die Gläubigen. Genau, ich habe heute noch zu dir gemeint, das Leben des Brian ist für mich eigentlich, wenn man das so sieht, noch dazu mit dem Ausgang, ist eigentlich für mich keine Komödie, eigentlich ist es eine Tragödie. Na gut. Oder eine Tragikomödie. Weil am Ende ist ja Brian der ins Knie geküsste. So. Also das wird in den ersten Minuten des Films gleich klar gemacht. Wir gehen ja gleich in die Handlung, aber das muss man nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Und das ist auch etwas, das viele Menschen, die sich damals wie heute in ihren religiösen Gefühlen gekränkt haben, nicht ganz verstanden haben, glaube ich. Brian ist nicht Jesus, sondern Brian ist der Protagonist, ist ein Typ, der in dem Film am Anfang kurz für Jesus gehalten wird. Genau. Der in dem Nachbarstall von Jesus am selben Abend geboren wurde, aber nicht als Sohn einer Heiligen, sondern als Sohn einer Hure. Ja, genau. Ja, also, das ist, ich finde das wichtig, am Anfang zu betonen. Jesus existiert in dieser Geschichte und er ist ein cooler Typ. Ja. So, ne? Also, ich finde das tatsächlich relativ wichtig. Also, wir sehen, und damit können wir gerne gleich in die Story reingehen, wir sehen in dieser Story die Geschichte der unautorisierten, schlechten Kopie von Jesus. Oder? Ja. So, wenn du Jesus von Wish geordert hättest, dann kriegst du Brian. Ja. Der Film geht los am Anfang mit so tragenden Gesängen. Ja, und dann sehen wir schon die drei Heiligen, die heiligen drei Könige, wie sie auf ihren Kamelen, auf ihren Reittieren da nach Bethlehem wackeln. Und man sieht am Himmel auch den Stern von Bethlehem. Also es ist die Nacht. Die Nacht der Nächte. Und du siehst doch, es ist eindeutig das Jahr 79, denn ein Weißer macht Blackface. Ja, stimmt. Das ist aber viel zu geil. Es gibt viele Dinge in diesem Film, wenn wir später noch drauf zu sprechen kommen, die man heute nicht mehr so machen würde und könnte. Ja. Und Brian, der Protagonist, kommt in einem Stall in Bethlehem zur Welt in der gleichen Nacht wie Jesus selbst. Ja. Und er wird von den drei Weisen aus dem Morgenland fälschlicherweise für den Messias gehalten. Zitat: Wir folgten einem Stern, woraufhin Brians Mutter antwortet: Sternhagel voll seid ihr, verpisst euch! Spätestens da hätte denen klar sein müssen. Das ist auch so geil. Das ist der falsche Stall. Wie sie da steht und keine Ahnung, was macht. Ich glaube, sie guckt das Kind an oder so. Und da stehen plötzlich drei Männer in deiner Hütte und sie einfach so, dieser schlechte Schnitt, wie sie einfach so nach hinten wegfällt und schreit: Boah, ey, Alter. Ja, dieser Slapstick, wo sie einfach so nach hinten wegkippt, weil sie die drei Männer sieht. Wunderbar. Ja, die wollen ihr dann Geschenke geben: Weihrauch, Myrrhe und Gold. Ich wollte gerade sagen Myrrhe und Salbei. Nein, ja, ich auch. Es ist nicht Dentagat. Ja. Ja. Wo sie Myrrhe dann noch für irgendeinen Bacillus hält, von dem sie mal gehört hat. Ja. Ich habe von Bacillen gehört, die viele haben und beißen. Das Weihrauch und Gold, das kann er ja gerne hier lassen. Das komische Myrrhe-Zeug, das nimmt er wieder mit. Ja, genau. Das könnte er nicht mal in die Haare schmieren. Es ist eine Salbe. Oh, von der Krankheit habe ich schon mal gehört. Ja. Oder hab ich und ihr seid Astrologen. Ja. Was ist er?
Hä? Er ist der was für ein Sternzeichen? Steinbock. Steinbock. Aha, was können die so? Er ist unser Messias, er ist König der Juden. Sind das alle Steinböcke? Ja, sind alle Steinböcke Könige? Nein, nein, nur er. Ich wollte sagen, es gibt viele davon. Ja. Und Brian wächst dann in, also es gibt dann einen Schnitt, in der nächsten Szene ist Brian dann direkt ein Jugendlicher oder ich sag mal ein junger Erwachsener. Vor allem interessant, kurz wenn ich da eingreifen darf, Schnitt nicht auf Brian, Schnitt auf Jesus. Mhm. Schnitt auf Jesus. Ja. Und wir sehen dann den echten Jesus, das versteht jeder Blinde in dieser Szene, dass wir wirklich den echten Jesus jetzt sehen bei der Bergpredigt, bei... Tobi, du wirst später bestimmt noch was dazu sagen. Die Bergpredigt, ja, zwei, drei Sätze, weil war das ist ein Riesenthema. Die Bergpredigt war halt so das erste und größte Album von Jesus, oder? Ja, das ist Jesus Black Album. So, das ist ja das Ding. Ja. Jesus Bergpredigt, bigger than the Beatles. Ja. De facto, ja. Und dann zoomt. Und die Bibel ist, glaube ich, häufiger verkauft. Die Kamera zoomt dann raus, ja. Und wie du es vorhin schon toll gesagt hast, Tobi, wir betrachten dann die Menschen, die rund um die Bergpredigt stehen, die halt nur Scheiße labern und sich gegenseitig ermahnen, weil sie zu laut sind. Psst, was hat er gerade gesagt? Ich glaube, er meinte, gesegnet sind die Skifahrer. Ja. Was ist denn so Besonderes an diesen Skifahrern? Ich glaube, das ist symbolisch, das ist für die gesamte Wintersportindustrie. Und wir sind bei den Leuten, die zu weit, und das, da gehen wir nämlich auch schon auf eine sehr schöne Symbolkraft dieses Films ein. Ja. Wir sind nicht bei den Leuten, die dabei sind, die wirklich irgendwie Segen erfahren oder so, was der Film ja im Prinzip durch den Beginn der Bergpredigt ja zeigt. So, ne? Direkt drumherum sitzen, die sehen ja auch total erfüllt aus. Wir sehen die Leute, die ganz hinten am Arsch der Welt stehen und glauben verstanden zu haben, wovon der Typ da redet. Genau. Ja, und dann sind wir nämlich bei den Siechen. Schön, dass sie was zu tun haben, wieder die alten Siechen. Wir sind bei der symbolisch für die gesamte Wintersportindustrie. Ja. Also die Leute verstehen einfach nicht, wovon er redet, glauben das aber zu genau verstehen. Und das ist halt im Original ist das noch sehr schön, noch schöner, weil da sagt er Glory Peacemaker to the Peacemaker oder irgend sowas und irgendeiner versteht halt Cheesemaker und die steigern das dann hoch für die gesamte Molkereiindustrie, also dass Milch trinken und essen also cool ist in Ordnung. Ne? Und das Schöne daran ist, Tobi sagte es schon, also wir sehen den ganzen Film aus der Sicht von Brian, der halt wirklich ganz weit weg steht, gar nicht richtig hört, was Jesus da eigentlich predigt und im selben Atemzug, weil seine Mutter will ihn unbedingt dort wegholen, weil sie will zur Steinigung, sie will unbedingt eigentlich jemanden steinigen, die will Action halt haben und will ihren Sohn da irgendwie mitziehen. Und das Krasse an der Story ist aber, du siehst kurz darauf, nachdem die dort gehen und nachdem die Bergpredigt quasi aufgelöst wird, siehst du die Volksfront von Judäa. Gebildete Leute, die offensichtlich weiter vorne standen und dort rumkommen und das gehört haben, in Hörweite waren von dem, was Jesus gehört hat, gesagt hat, und aber völlig den Nonsens da rein interpretieren. Ja, die sagen so, ja, das mit den Skifahrern, bla 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 bla, und bringen da irgendwie. Den Siechern, oder? Den Siechen, genau, bla bla bla, die Siechen und reden da irgend so einen pseudo-intellektuellen Schwachsinn, den sie ja die ganze Zeit im späteren Verlauf des Films. Zu denen kommen wir noch, zur Volksfront von Judäa. Und so, das finde ich, das ist so im Prinzip eine Wiederholung des Punktes, den wir vorher haben, als die Leute sich da streiten, ob das jetzt Skifahrer sind und wer da popelt und wer eine Hakennase ist und wer nicht. Rübennase. Rübennase, kommst du aus Rübennasen, Tobi? Du hast aber auch schon ganz schön Erker im Gesicht. ja, jedenfalls, weißt du, dass sie so verkopft hart über etwas diskutieren, das sie offensichtlich falsch verstanden haben, weil der hat über was völlig anderes geredet. Ja, und die Mama von Brian, die ein absoluter Kriterkarakter ist, wie viele in diesem Film, die hat keinen Bock mehr auf diese Bergpredigt, die möchte zur täglichen Steinigung. Ja? Zur Steinigung kann sie jeden Tag gehen. Also auf dem Weg zur Steinigung halten sie bei einem Bartverkäufer, das war wohl ein Ding damals, dass die künstliche Bärte gekauft haben, weil Weibsvolk ist nicht erlaubt bei der Steinigung. War das wirklich ein Ding? Nein, natürlich nicht. Achso, ich wollte gerade sagen. Also im Film. Ich wollte gerade sagen, im Film. Sorry, das kann gerade so wissen. Was für historische Dokumente gibt es denn darüber? Tut mir leid. Also im Monty Python-Kosmos war das ein Ding, dass man sich da so ein Kunstbad kauft, weil Weibsvolk darf nicht anwesend sein bei der Steinigung. Bei der Steinigung wird dann so ein armer alter Mann gesteinigt und er erklärt auch, warum er zu diesem grauenhaften Tod verurteilt war. Wir hatten ein wundervolles Abendessen und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Jehova gewesen. Er wiederholt seine Sünde. Also sie haben den Namen Gottes in den Mund genommen. Ja. Was sagt nicht mal Blasphemie, also alleine das Aussprechen des Namens wird als Blasphemie halt dann auch gleich betrachtet. Genau, und halt dieses, also
Nee, lass mal noch nicht in die Interpretation gehen, lass mal über die Handlung. Nee, ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal weiter über die Handlung. Sonst dauert die Folge 8 Stunden. Die ist auch so hell. Ist Weibsvolk anwesend? Nein. Sie war's! Nein, er war's. Die, also bei der Steinigung sind ja halt im Prinzip nur. Das sind nur Frauen und Brian. Das ist Kack- und Sachgeschichten in der Nutshell: drei Typen erklären Witze. Also. Ein Haufen Frauen, also das sind nur Frauen anwesend im Publikum mit Fake-Bärten. Ich meine, der Film ist von 79. Wer ihn bis jetzt noch nicht geguckt hat, ja, selbst schuld. Ey, und haben popkulturelles Allgemeinwissen. Und am Ende wird John Cleese, der den Steinigungsmeister spielt, dann selber gesteinigt, weil er auch den Namen Jehova mehrmals ausgesprochen hat. Niemand hat irgendwie zu steinigen, bevor ich hier diese Pfeife blase. Und wenn, selbst wenn, und ich betone, selbst wenn jemand Jehova sagt, tötet ihn! Ja. Wenn dieser Riese schreit, guter Wurf. Und dann, so, dann kommen die von der Steinigung und gehen ja Richtung. Die gehen nach Hause. Genau. Die wollen nach Hause und auf dem Weg nach Hause treffen sie einen Ex-Lepra-Kranken, der. Der so mega aufgedreht ist, als hätte er einen Liter Kaffee gesoffen und der mit ihnen so mega aggressiv um seine Almosen feilscht. Und ja, Jesus hat mich geheilt, jetzt habe ich keinen Job mehr, verdammter Wohltäter. Ja. Jetzt 60 Jahre rein an der Glocke und mächtig stolz drauf. Ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Ganz rechts, Sir, 16 Jahre hinter der Glocke und mächtig stolz drauf. Also da wird Lepra dargestellt als ein Job, den die da haben. Ja? Lepra, kranker Bettler, ist ein Job und weil er von Jesus von Lepra geheilt wurde, ist er arbeitslos. Das war ein krasser Kritikpunkt, diese Szene. Gerade diese Diskussion mit dem Leprakranken. Weil er Jesus halt als verdammten Wohltäter halt charakterisiert, stilisiert, benennt. Das ist vielen Strenggläubigen sehr, sehr stark aufgestoßen, tatsächlich. Das kann ich allerdings auch verstehen. Die Szene ist also ich halte es für albern, aber ich kann es verstehen. Aber ich find's witzig, muss ich sagen. Ey. Ich muss sagen, also um jetzt schon mal kurz über dieses Thema zu sprechen. Tobi, du bist ja unser Religionsspezialist, weil du auf einem katholischen Tagesinternat warst. Ich habe jetzt in Anführungszeichen nur ganz normale, Konfirmationen in der evangelischen Kirche in Kieselbronn gemacht. Aber ich bin reingewaschener Atheist. Du bist Richard ist Ossi und deswegen wurde er schon als Blasphemiker geboren. Wir werden Sozialisten geboren und wir sterben Kapitalisten. So. Hattest du keinen so eine Religionsausbildung in Anführungszeichen? Nee, ich habe beim Kumpel, der Konfirmationsunterricht hatte, da war ich ein paar Mal halt irgendwie mit, weil meine Eltern auch meinten, so ja, kann nicht schaden, wenn du das mal gehört hast. Ja. Aber das ist im Osten, im Berliner Raum, ist Religion da nicht so. Es gibt, also die Leute, die Konfirmation hatten, waren bei uns. Nur eine Handvoll, also es waren 5 oder 6 Leute. Mhm. Der Rest hatte Jugendweihe. Ich sage ja, der Osten ist dahingehend so toll gestrickt, dass wir nicht feiern, dass du jetzt dass das irgendwie Teil von einem Glauben ist oder sowas, sondern wir feiern, dass du ab jetzt strafmündig bist. Und also, dafür gibt's Geld und Alkohol. Ich habe ja auch diese ganzen Jesus-Story in der evangelischen Kirche früher gehört. Als Evangelet hört man ja viel mehr von Jesus und Co. als von dieser Alten Testament-Rache-Gott-Nummer. Und die Leprakranken, die sind wirklich irgendwie ein großes Ding da so im Neuen Testament. Und die kamen mir tatsächlich auch als Kind und Jugendlicher schon fast vor wie so eine andere Spezies. Ja, total. So, ne? Also das ist ganz merkwürdig. Und deswegen kann ich auch heute noch herzlich lachen über diesen Sketch, dieser Typ, dieser Ex-Lepra-Kranke, der jetzt arbeitslos ist. Ja. Irre. Ja. Manche kann man es einfach nicht recht machen. Genau, was Jesus gesagt hat. Ja, und weißt du, dieser Ex-Lepra-Kranke, der ist auch irgendwie wie so ein total aufgedrehter. Wie kommt der rüber? Der ist halt so happy aufgedreht. So richtig lebefroh. Ja, und der tänzelt auch die ganze Zeit so übertrieben hektisch rum. Wie so ein betrunkener Matrose irgendwie. Ja, wie so ein Typ, der zum ersten Mal Crystal Meth nimmt. Ja, Mann. Und das richtig geil findet. Halt ja, der ist noch nicht abhängig, der findet das nur geil gerade. Mal ganz nebenbei, wenn man dann halt auch, weil dann sieht man das erste Mal auch das Innere von der Stadt, weil meistens ist man ja halt irgendwie draußen oder vorher noch in so einer Strohhütte, da wo Brian geboren wird, ja in dem Stall, ne? Mhm. Und da sehen wir das erste Mal diese Stadt und ich muss sagen, das Leben des Brian, was für ein Produktionswert dieser Film halt auch einfach hat. Also die Kostüme sind total geil, das ganze Setting ist total geil und die haben ja in der Nähe von dem Set gedreht, wo auch Star Wars gedreht wurde, ne? Die Wüsten, also Tatooine, ja, wurde da auch in der Nähe gedreht. Ja, in Indonesien wurde das gedreht. Also der erste Monty Python-Film, Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft, auf Englisch im Original hieß der And Now for Something Completely Different.
Und der war ja im Prinzip nur eine ganz lose Aneinanderreihung von Sketchen. Die Ritter der Kokosnuss hatte schon sowas wie eine Handlung, sah aber auch noch sehr billig aus. War auch ein Musical. Ja, also der sieht so vom Production Value, wie man heute sagt, sieht der halt aus wie ein Studentenfilm, so ganz ehrlich. Da hat John Cleese selber nur gesagt, das beste Setbild, was wir hatten, war Schottland. Weil Schottland sieht aus einfach wie altes Land. Ja. Und Life of Brian hat ein Budget von $4 Millionen, was heute komplett lächerlich ist, was auch damals jetzt nicht viel war. Aber für Monty Python sieht der geil aus. Ich habe gelesen, dass die tatsächlich Kulissen und so weiter geschnorrt haben. Es gab eine TV-Filmproduktion, ich meine vom BBC, nagelt mich nicht drauf fest, die kurz vorher auch in Indonesien einen Jesus-Film gedreht haben. Und die Monty Pythons mit ihrer Produktionscrew haben denen die ganzen Kulissen gebraucht abgekauft. Clever. Also für einen Apfel und ein Ei praktisch diese ganzen Kostüme und die ganzen Set-Aufbauten und den ganzen Scheiß bekommen. Den ganzen Römer-Scheiß, den du siehst, das ist zusammengekauft und geklaut. Aus alten Spartakus-Filmen. Voll geil. Das ist echt voll geil. Ja. Also das sieht halt auch wirklich, und die haben auch immer gesagt, sie wollten nicht, so wie ihre Sketche, halt irgendwie ein Wohnzimmer. Also die Sketche sahen ja immer so aus, hast du gesehen, das ist ein gebautes Wohnzimmer oder ein gebauter Raum oder irgendwas aus so einer sogenannten Soundstage, ne? Dass du irgendwas groß halt aufbaust, so Zack Snyder macht das sehr, sehr eindrucksvoll, der baut eine riesige Wüstenlandschaft mit Greenscreen im Hintergrund und dann hast du dann 300 Leute, die da kämpfen, so der Rest ist Color Grading und Schnitt und Animation dann halt, ne? Und die haben da halt wirklich gesagt, so das wollen wir nicht, das wollen wir nicht machen, wir wollen nicht irgendwelche Schiebehintergründe oder irgendwas haben, wir wollen, dass das wirklich, wirklich hochwertig aussieht alles. Und das sieht man auch dem Film an. Der Film sieht fantastisch aus. Also besonders für einen Film von dieser Blödeltruppe sieht das fantastisch aus. Ich finde auch so. Also der hat einen super Look. Und dann kommen die nach dieser Diskussion mit dem Ex-Lepra-Kranken nach Hause und da wartet schon so ein römischer, ich weiß nicht, ob jetzt irgendein Römer, seinen Rang kenne ich jetzt nicht, wartet dort auf Brian und seine Mutter. Und dann erfahren wir, dass Brian halb Römer ist. Sein Vater war ein römischer Centurio namens Nixus Minimax. Herrlich. Das ist einfach hohnepiepelnder Name. Nixus Minimax, ja. Und es wird in der Szene nicht gesagt, aber wir vermuten, dass seine Frau... Mutter? Dass seine Mutter mit römischen Soldaten rumhurt. Ja, also wir sehen zwei Dinge. Also erstens, Brian sagt dann, das heißt, du bist vergewaltigt worden. Sie sagt, naja, anfangs schon. Naja, zuerst schon. Ja. Und dann sehen wir... Sorry, das ist auch so ein Gag, den dürftest du heute nicht mehr bringen. Das ist so ein Rape-Joke. Ja, aber ich kann drüber lachen in diesem Film. Es geht ja auch genauso weiter. Sie sagt, naja, schon. Und, ja, die Jugend, immer nur Sex im Kopf, Sex. Und dann kniet sie sich direkt drin. Schnitt, wie sie in Brian bei der Arbeit. Also das Ding ist, es sieht ganz danach aus, als wäre seine Mutter tatsächlich eine Prostituierte für die Römer. Ja. So, also so sieht's einfach aus. Ja. Also der Typ, der wirkt auch nicht so, als würde sie dazu zwingen oder so. Der ist offen... Also, für meine Wahrnehmung gerade offensichtlich ein Freier. Ja, so. Ja, das ist halt auch so diese Situation. Weißt du, Brian ist total entsetzt. Du bist vergewaltigt worden und sie, naja, zunächst schon. Ja. Ja. Ey, weißt du, so traurig dieses Thema auch ist, aber das ist halt so ein... Also man könnte jetzt ein großes Fass aufmachen und über die Ende der 70er hat man so Gags noch gemacht. Nee, das meine ich gar nicht, sondern über die traurige Situation von besetzten Orten im Mittel- oder beziehungsweise in der Antike sprechen. So, dass da Leute vergewaltigt wurden, ist traurigerweise wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich vermute mal aus auch neueren Kriegsgeschichten, nichts Besonderes. So, ne? So grauenhaft das auch ist. An der Tagesordnung. Genau, ja. Also ich meine, das war ja im Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht anders. Und also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wo die Deutschen eingefallen sind. Mhm. Das sind halt Dinge, die passieren. Und das ist schrecklich, furchtbar, keine Frage. Jetzt hör aber auf, es kaputt so zu reden. Ja, das... Ja. Mann, ey. Ja, ich finde, deswegen ist dieser Witz valide. Ja, genau. Also wir sind dann im Kolosseum. Brian hat einen Nebenjob. Er verkauft im Kolosseum Natternasen und... Otternasen. Und Dachslebern. Und was war das? Irgendwelche Lärchenzungen. Irgendwelche Lärchenzungen, Otternasen. Wolfsnippel oder irgend sowas? Nee, stimmt, er verkauft frittierte Wolfsnippel. Holt sie euch, solange sie noch heiß sind. Ja, ich erinnere mich. Und das ist halt eine Anspielung auch, weil es ja von Rom besetzt ist. Und kennt ihr die
Geschichte von den angeblichen Gründern Romulus und Remus. Genau, die sind nämlich auch als Kleinkinder von Wölfen. Von einer Wölfin Zitzen genährt worden. Genau, ja. Aber ich finde das also frittierte Wolfsnippel, holt sie euch gerade sehr heiß sind. Ja, und da kommt Brian in Kontakt mit einer geheimnisvollen Widerstandsgruppe, die sich selbst die Volksfront von Judäa nennt. Ich dachte, wir wären die populäre Front. Nein, Mann, Volksfront! Kann ich bei euch mitmachen? Nein, verpiss dich. Das ist eine Widerstandsgruppe, die gegen die Römer kämpft. Entschuldige, dieser Moment ist sogar. Kann ich bei euch mitmachen? Nein, verpiss dich. Ja, ja. Ja, und meine Güte, ey, die sind absoluter Kult, ne? Die Volksfront von Judäa, die so die Beef haben mit der jüdischen Volksfront. Ja. Also gerade, also diese Vorstellungsszene, wie wir die Volksfront von Judäa, die wir theoretisch ja vorher schon gesehen haben einmal. Ja. Das wird einem aber erst klar, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat. Genau, ja. Dass man fest, oder in der Szene, in der man sie kennenlernt, diese Unterhaltung, dass der eine von denen eine Frau sein möchte. Ja. Und dass die jetzt, und dass er möchte, dass wir davor kämpfen, dass das Dings ist, ist so schön und so aktuell, diese Diskussion, vor allem, weil sie auch für ihn zumindest ein Happy End hat, also die steigen ja mit drauf ein. Aber so der Beginn dieser Situation war gerade Retsch, dieser beschissene Blender. Der Anführer von der JVV. So ein klassischer Vertreter des Patriarchs. Ja, genau, also er ist wirklich so ein typischer weißer Cis-Mann, so ein heterosexueller Cis-Mann, würde man heute sagen. Toxisch maskulin, wer dann sagt, so eine, wie, keine Ahnung, warum willst du eine Frau sein? Ich möchte Babys haben. Wie soll denn das gehen? Was hat er gemacht? Wie soll denn das gehen? Du hast keine Mumu und auch keine Gebärmutter. Wie soll denn das gehen? Wo willst du denn aufbewahren? In einer Zigarrenkiste? Wir müssen das symbolisch sehen für seinen Kampf gegen die Unterdrückung. Für seinen Kampf gegen die Realität. Das ist halt auch einfach, ich finde das auch diesen Satz halt so geil, weil das ist halt auch aktueller denn je, dass er sagt, er will jetzt eine Frau sein und Loretta heißen, weil es ist, als Mann ist es sein Recht als Mann, Kinder zu bekommen. Genau. Ja, einigen wir uns darauf, dass er keine Kinder bekommen hat, kann, dass er aber das absolute Recht dazu hat, Kinder zu bekommen. Ja. Ja. Das ist so geil. Diese Unterhaltung ist so witzig, das ist der Hammer. Allein dieser, ich finde diesen Nebensatz von ihm so geil, das ist symbolisch für seinen Kampf gegen die Unterdrückung. Symbolisch für seinen Kampf gegen die Realität. Ja, wenn man die Szene sieht, die wirkt vielleicht auch auf den einen oder anderen Zuschauer auch so ein bisschen angestaubt, so, weil damals hat man halt darüber gelacht, dass der Typ eine Frau sein will. Ja, aber das tun sie im Endeffekt ja nicht. Das ist ja das Spannende daran. Und, wie du schon gesagt hast, im späteren Verlauf des Films hat Loretta im Prinzip ein Happy End, weil bei späteren Sitzungen der VVV wird es von allen komplett der VVJ wird es später dann von allen ganz selbstverständlich akzeptiert. Genau. Und die gendern dann halt auch volle Pulle, ne? Die sprechen ja auch nur noch von Geschwister und so weiter. Also da wird nicht mal von Brüdern. Genau, also da wird im Prinzip so gesprochen, wie sich viele das heute auch wünschen. Also die sind vollkommen genderneutral an. Also Wenn das stimmt, sind wir ja auch ModeratorInnen. Der Film macht sich da schon drüber lustig, aber der Film macht sich ja über alles lustig. Aber die waren da schon ihrer Zeit voraus tatsächlich mit dem Thema Ende der 70er. Und ey, diese Volksfront von Judäa, das ist so das absolut maximale Klischee von so einer übertrieben intellektuell wirken wollenden kommunistischen Kommune, oder? Ja, und Terrorvereinigung, ne? Ja. Das war ein Angriff auf die, hatten sie auch selber gesagt, das war Verhunepiepelung und so ein bisschen Kritik an der damals auch in England aufkeimenden extrem Linken, die halt für was einstehen oder die was niederreißen möchten oder was verändern möchten, was ja auch wie die Volksfront von Judäa ihnen sehr viel Wohlstand auch gebracht hat, dass sie überhaupt rebellieren können. So. Ja, das ist ja diese, also das ist ein relativ spannendes Thema in diesem Film. Da haben die sich ja auch sehr viel Zeit mitgelassen, diese gesamte, ich sag mal, Problematik, um die Volksfront von Judäa zu thematisieren, ne? Dass du halt, die machen so ein Abziehbild dieser radikal linken Terrororganisation, also nennen sie sich ja auch selbst, die alle untereinander alles stürzen wollen, aber eigentlich keine Lösung bieten. Und dass die auch untereinander sich spinnefeind sind, obwohl die genau das Gleiche wollen. Und die eine Gruppe hasst die andere, obwohl sie eigentlich beide dasselbe wollen. Genau, und anstatt sich zusammenzutun und wirklich eine Lösung zu finden, hauen die sich da in den Keller nachher die Schädel ein. Und ergehen sich in endlosen Debatten. Ja, genau. Ja.
Also es ist eine ja, sehr, das sehr, ist sehr noch schöne später, Kritik. Später im Film dann auch, wenn sie halt irgendwie kurz bevor Brian dann auch seinem tragischen Ende dann entgegentritt. So, das war... Warte mal. Zitat nur, man sieht so Schnitt auf die Volksfront von Judäa, wie sie zusammensitzen im Kreis wieder. So, das war die Abstimmung über die Zustimmung. Ja, also die Volksfront von Judäa sagt Brian, du darfst mitmachen, aber erst wenn du eine Mutprobe bestehst, du sollst eine Parole an die Palastmauer schmieren. Das ist meine Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene auch, ja. Ja. Das und natürlich und er soll eine Parole an die Mauer schmieren und wird dann nachts von den römischen Soldaten unterbrochen. Wer sie nicht kennt, lasst uns mal nicht groß drüber reden. Wer sie nicht kennt, guckt sie euch bitte einfach nur mal an. Was haben wir denn da? Romanes Eon Domus, Menschen genannt Romanes, geh in das Haus. Das soll heißen, Römer geh nach Hause. Heißt es aber nicht. Tobi, du als Absolvent eines katholischen Tagesinternats, beschreib doch mal, was in dieser Szene passiert und warum die lustig ist. Lateinunterricht in a nutshell. Also das ist, also ich hatte viele Jahre Latein mit sitzen bleiben und ziemlich genau so muss man sich Lateinunterricht vorstellen, nur ohne Schwert. So, und die meisten Lateinlehrer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist natürlich jetzt anekdotische Beweisführung, die haben auch ungefähr den Charme dieses Centurios. jetzt nichts gegen meine Lateinlehrer. Ich hatte auch einen netten und die anderen waren so menschlich, glaube ich, ziemlich cool, aber halt als Lehrer einfach so dieses brutale, wie kannst du das nicht wissen? Ding, ne? Wie kann es sein, dass du Latein nicht verstehst? Weißt du, wo er dann. Mein Lieblingsbeispiel ist das mit diesem. Was sagt ihr ja über das Wort Domum? Und dann so, was braucht es dafür? Den Dativ! Und er zieht sein Schwert, drückt ihn gegen die Wand. Akkusativ! Wie der lautet Domi! Aber Domum verlangt den Lokativ her! Lokativ! Und genau so ist Lateinunterricht. Ja, dieser römische Soldat zwingt Brian. Dieser römische Soldat zwingt Brian dazu, mit dem Schwert das durchzudeklinieren. Und ich hatte nur ein Jahr Latein. Das war das Jahr, in dem ich sitzen geblieben bin oder nach Französisch genommen habe. Ich hatte nur ein Jahr Latein, aber ich kann trotzdem herzlich lachen und kann das nachfühlen, was da in dieser Szene abgeht. Diese Szene macht sich halt so wahnsinnig geil lustig darüber, wie absurd kompliziert die Sprache Latein ist und die ganze Grammatik darum. Ja, das ist so geil. Also die Kliniere halt so gehen. Das ein römischer Legionär oder Centurio oder was ist das? Nee, Centurio. Nee, Prätorianer waren die Leibgarde, aber so ein römischer Belagerer dann dort halt des Nächtens entgegenkommt und natürlich, weil das ist ja, was er da macht, das ist ja das Äquivalent, das alte Äquivalent von, da sprüht jemand Graffiti. Ja, irgendwo, das malt er ja mit einem Pinsel da dran. Ja. Und er kommt da an, was hast du denn da für ein Blödsinn geschrieben? Komm, jetzt mach's halt richtig. Vor allem dann dieses, jetzt schreibst du das 100 Mal an die Wand und wenn du bis Sonnenaufgang nicht fertig bist, komm ich wieder und schneid dir die Eier ab. Ite! Super, ich feier diese Szene. Super Szene. Ich hatte in meinem Leben leider nie Latein. Sei froh. Benutzt nicht das Wort leider. Sei froh. Ja, stimmt. Okay, ich hatte glücklicherweise nie Latein. Aber ich hatte 7 Jahre Französisch. Das hat mir auch schon gereicht. Da kann man es ein bisschen nachfühlen. Ja. Also, es gibt ja Leute da draußen, die Latein-Fans sind. Geschenkt, sei es gerne. Ihr seid allein. Aber ich hab's gehasst. Ja, im VVJ, Hauptquartier, wird dann am nächsten Tag debattiert. Man möchte den lokalen Herrscher Pontius Pilatus dazu bringen, Zitat, den gesamten römisch-imperialistischen Staatsapparat aufzulösen und das innerhalb von 2 Tagen. Das ist ihr Ziel. Ja. Und ja, ich zitiere, dann kommt dieser wunderbare Dialog. Ich zitiere, also gut. Mal abgesehen von den sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Den Frieden gebracht. Ach, Frieden, halt die Klappe! Ja, und das ist das, was du vorhin meintest, Tobi. So, die versuchen, was einzureißen, das eigentlich ihnen nur Vorteile gebracht hat. Das habe ich gemeint, aber... Achso, das was Richard gemeint hat, ja. Übrigens, das ist... Das machst du so oft, ey. Ja, aber das ist eine mega geile... Ey, allein über diese Szene und was die aussagt und was die für Themen aufmacht, könnte man kack- und sachlich hier mindestens 1 Stunde diskutieren. Das ist tatsächlich unheimlich interessant, vor allem, weil auch diese römischen Besatzungen...
wie viele, ich sag mal, antike Besatzungen meistens so funktionierten. Die Besatzer sind da halt rein, so eine Schlacht hier und da. Und die haben die Bevölkerung weitestgehend in Ruhe gelassen, wenn du einfach deren Gesetzen gefolgt bist, die auch nicht völlig abstrus waren. Die hatten zum Beispiel auch absolute Religionsfreiheit. Du konntest in dem Fall jetzt Jude sein, so viel du willst. Hauptsache, du zahlst Steuern. So, also das war, natürlich ist das scheiße, wenn du erobert wirst, aber die sagen ja auch so, unsere Väter, also die sind seit Ewigkeiten in dieser Belagerungssituation und haben davon, wie sie es ja auch aufzählen, nur Vorteile und eigentlich keine Nachteile, außer dass sie halt Steuern zahlen müssen. Ja gut, das ist eine große Diskussion, ne? Also, ja, klar, das ist eine Riesendiskussion, nur also darüber macht diese Szene sich ja auch lustig, dass es halt überhaupt nicht so schlimm ist und auch schon ewig so ist. Von der Revolution wegen. Aber genau. Hier an der Stelle sieht man halt auch schon mal anhand dieser ganzen Religionskritik und so, hat damit bisher eigentlich erstmal nicht viel zu tun. Weil eigentlich, was uns der Film zeigt, ist, dass es in Judäa ganz andere Probleme gibt, gerade als Jesus. Ey, übrigens, dazu ein Bibelzitat. Ja. Ich wusste, dass dieses Thema kommt, deswegen habe ich mir eine Bibelstelle rausgesucht, weil das halt Thema in der Bibel ist, dass Jesus halt nichts mit Revolution oder so zu tun hat. Und er sagt selbst, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also der hatte mit Revolution... Was heißt denn wähnen in dem Zusammenhang? Ja, ihr sollt nicht behaupten, so tun, als ob... Nimm's mir nicht übel, Tobi, erklär das bitte nochmal. Ich habe das nicht verstanden. Wollte ich gerade machen, dann hast du mich dann unterbrochen. Also er sagt im Prinzip selbst, ich bin nicht hier, um das Römische Reich irgendwie einzureißen oder um Gott weiß was hier zu veranstalten, Revolution zu machen, wie man das so schön sagt, sondern der ist halt gekommen, um die Leute, die da sind, mit Licht, Liebe und Weisheit und was weiß ich, zu erfüllen. Also er wollte keinen politischen Umsturz, sondern er wollte die erretten, die errettenswert waren. Das ist halt Terry Jones. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was Brian macht, der sich halt politisch radikalisiert. Genau. Aber das spielt ja auch genau auf das an, was ja Terry Jones war der Regisseur, ne? Ja. Was er auch gesagt hat, dass er gesagt hat, er versteht, wie gesagt, den ganzen Wirbel darum nicht, weil das, was sie zeigen, ist im Prinzip genau das, was seit 2000 Jahren und länger halt irgendwie abgeht, seit der Geschichte rund um Jesus, dass er hat das und das und das gesagt und anstatt das einfach zu tun, streiten wir uns darum, wann er was wie gesagt hat. So, also. Ja. Um kurz in den Weltraum abzudriften, wir hatten genau die gleiche Diskussion, hatten wir bei dem Imperium, bei Star Wars. Ein riesengroßes Thema. So, ging es den Leuten unter der Herrschaft des galaktischen Imperiums, vielleicht sogar besser als vorher, beim Mandalorian wird das Thema explizit mehrfach aufgemacht. Mhm. In der zweiten Staffel, meine ich mich sogar zu erinnern, beim Mandalorian wird es konkret aufgemacht. In der ersten Staffel sogar. Wo die Leute darüber sprechen, hey, geht's uns nicht besser? Ja. Da sagt dieser alte, fiese, deutsche sprechende Imperiums-Vorstand, sagt dem Mandalorian dann auch in der ersten Staffel so, ey, guck dir mal an, wie es hier aussieht, seit das Imperium weg ist. Tod und Verzweiflung und Chaos herrscht hier. Max von Sydow. Ja, genau. Ja. Genau. Der fiese Typ, der dem Mandalorian ursprünglich den Auftrag gegeben hat, Baby Yoda zu holen. Genau. Ja, Riesendiskussion. Geht's so, wie wollt ihr leben? Wollt ihr frei und im Chaos leben oder wollt ihr unterdrückt und sicher leben? Ja. Eine Frage, die wir, glaube ich, jetzt hier nicht beantworten können. Nein, natürlich nicht. Hört euch mal die AI oder iRobot-Folge auch an. Ja, aber das ist hört euch alles an. Das ist halt ein super komplexes Thema. Ja, klar. Nur, was wir halt hier in dem Film sehen, was die Volkswagen von Judäa da anbietet an Lösungen, ist halt Käse. Das ist halt einfach gar nichts. Ja, genau. Ja, voll. Ja, was hat Mandalorian mit Life of Brian zu tun? Fantastisch. Ja. Stimmt. Ja. Beides in der Wüste, ist beides. Und sie stellen beide die komplizierte politische Frage der Unterdrückung. Ja. Und irgendwie haben alle Eimer auf dem Kopf. Ja. Ja, Brian und die Volksfront von Judäa wollen dann in den Palast der Römer einbrechen. Dabei wird Brian festgenommen. Er landet im Kerker mit einem masochistischen Mitinsassen. So weird. Ich zitiere, was würde ich darum geben, wenn mir mal einer ins Gesicht spucken würde? Oh, manchmal hänge ich hier des Nachts und träume davon, dass mir einer kräftig ins Gesicht spuckt. Weil das, ich hänge hier seit 10 Jahren und erst letzte Woche haben sie mich richtig rum aufgehangen. Oh, du glücklicher Bastard.
Herrlich. Naja, jedenfalls, er sitzt. Genau, dir muss wirklich die Sonne aus dem Arsch scheinen. Leute, nicht alle Gags halt verballern. Es gibt doch noch Leute, die ihn bestimmt nicht gesehen haben, jetzt halt heiß. Scheiße, die sind selber schuld. Ja, die sind definitiv selber schuld. Und ich werde es wahrscheinlich auch selber gesehen haben. Man muss es selber gesehen haben. Aber auf jeden Fall, Brian sitzt in diesem Kerker halt drin, wartet im Prinzip auf sein Urteil, wird da in der Zeit von seinem Zellengenossen halt voll gelabert, dass er sich ja eigentlich glücklich schätzen kann, wie es für ihn gelaufen ist. Ja. Und dann wird er ja zu Pontius Pilatus bestellt. Ja, er wird dem Herrscher Pontius Pilatus vorgeführt. Der hat einen starken Sprechfehler, um es mal so auszudrücken. auch der besten Szenen, ey. Brian gibt an, er hätte einen römischen Vater namens Nixus Minimax, das wissen wir ja schon als Zuschauer. Der Centurio hält das für einen Gag, verständlicherweise. So, dieser Centurio ist der einzige in dem Film, der eigentlich Verstand hat und wirklich rational ist. Absolut. Der seinen Job einfach macht. Ja, und auch gut. Also ist der Einzige, der mitdenkt. Ja. Weil wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt die Volksfront von Judäa, die da diesen total bescheuerten terroristischen Anschlag vorhatte, wo ja sogar noch gesagt wird, hier unser glorreicher Anführer Ratch wird selbst an keiner terroristischen Organisation teilnehmen, weil er ist böse mit der Wirbelsäule hat. Und er dann sitzt so, Solidarität. Ja, Solidarität, Ratch. Total großartig. Und auf der anderen Seite hast du diesen merkwürdigen, ich benutze das Wort jetzt, weil es witzig ist, wir haben ja keine Belege für, völlig übertrieben inzestuösen Idiotenhaufen, der den ganzen Laden anführt. Ja. So, also den Adel, also der Adel wird ja auch als völliger Nulpenhaufen hingestellt. Wir lernen zwei kennen, Pontius Pilatus und später Schwanzus Longus, kommen wir gleich mit Sicherheit noch zu. Mhm. Eine Frau Inkontinentia. Ja, genau, die, also völlige Kretin-Charaktere. Und der Einzige, so der Typ da in der Mitte, der Centurio, ist der Einzige, der mitdenkt. Ja, die Mittelschicht halt, ne? So, weil wir, wer ja, in dem die Fall die besatzende Mittelschicht, aber Brian eben auf der anderen Seite aus der völkerischen Mittelschicht. Ja, genau. So, ne? Ja, Pilatus erzählt von seinem Freund Schwanzus Longus im Original, guckt euch die Szene. Also, Life of Brian ist echt hervorragend übersetzt. Wirklich. Also, die deutsche Synchro ist super. Der gilt auch bei Monty Pythons Fans als hervorragend übersetzt. Einer der wenigen Filme, die ich auch im Deutschen um einiges besser finde, weil ich auch so finde, die haben das so, gerade den deutschen Humor mit unseren speziellen Worten auch sehr, sehr gut getroffen. Aber guckt euch die Szene auch mal auf Englisch an. Der heißt der Biggest Dickus. Biggus Dickus. Also der Pilatus erzählt von seinem Freund erzählt von seinem Freund Schwanzus Longus, woraufhin alle komplett zusammenbrechen vor Lachen. Er hat auch eine Frau. Inkontinentia war ihr Name. Die haben, es gibt ja, das ist ja allgemeines Trivia-Wissen mittlerweile, dass den Statisten an diesem Set gesagt wurde, wenn ihr lacht, dann werdet ihr für den Tag nicht bezahlt. Ja. Ne? Das war aber nichts, was von vornherein lang angelegt war. Denn wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann erfährt man, dass diese Szene wirklich minutiös geprobt wurde und gesagt wurde, Leute, die haben das irgendwie mit mehreren Kameras gefilmt, passt auf, zwei Takes. Zwei Takes habt ihr, dann haben wir das im Kasten. Ja. Sonst ist der Effekt halt weg. Und die haben das minutiös geübt, die Darsteller mit auch mit Statisten auch die ganze Zeit, sodass, weil gesagt wurde, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Takes, da wurden diese Abläufe halt wirklich und das Timing auf den Punkt genau geübt. Und dann ist aber an dem Tag, als das gedreht werden sollte, sind die ganzen Extras ausgefallen, mit denen geprobt wurde. Also Extras, Statisten. Also die Statisten, mit denen geprobt werden sollte, mit denen geprobt wurde, die sind ausgefallen. Das heißt, die haben tatsächlich schnell Leute zusammengeholt und haben denen gesagt, Leute, passt mal auf, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Takes. Und es ist Monty Python. Wer lacht, fliegt raus. Ganz einfach. So, also macht einfach mit. So, der wird dann einfach von der Szene wegeskortiert. Haben die nicht gesagt, dass sie die Kamera laufen lassen? Weil das machen sie auch zweimal, dass sie Leute vom Set holen. Und das macht das Ganze noch viel, viel schlimmer, weil sie während der Takes, die haben einen Take abgedreht und haben noch diese Nahaufnahme gemacht von diesem armen Typen, der sich wirklich auf die Lippe beißt, dass er da nicht loslachen muss. Und das, die haben, bevor die zu dem gegangen sind, haben sie ihn noch schnell ausgetauscht. Das heißt, sie haben irgendeinen ahnungslosen Statisten einfach genommen, haben ihn hingestellt, hat gesagt, Alter, wenn du lachst, wirst du nicht bezahlt. Und dann haben die, wo er so ganz nah rangeht, Biggest Dickus. Und dann haben die, und vor allem das Geile ist, der Darsteller muss selber fast lachen, weil der Typ sich ja wirklich, also wer das sieht, der zieht ja wirklich die Mundwinkel nach innen und macht ja den Fisch, damit er nicht lacht. Und es ist einfach, es ist sagenhaft schön, jemanden bei so einer
humorvoll dazu beobachten. Schwanzus longus. Ja, im daraufhin ausbrechenden Gelächter gelingt es Brian zu fliehen. Er stürzt vom Dach, wird von einem Alien-Raumschiff aufgefangen. Nach einer kurzen Schießerei im Weltraum landet er wieder mit einer Bruchlandung sicher in Judäa. Eine Szene, die man wirklich ignorieren kann. Und jeder, der sich jetzt fragt, warum es diese Szene gibt mit dem Raumschiff... Die ist komplett gaga. Die gibt's nur, weil Terry Gilliam Stress gemacht hat, dass er nicht Regie führen darf. Deswegen haben sie ihm 2 Szenen Regie führen lassen. Echt? Und das ist eine von denen. Und ehrlich? Die passt absolut nicht rein, die ist vollkommen dämlich einfach nur. Einer der Gründe, warum immer rausgehauen. Ey, einer der Gründe, warum ich Terry Gilliam absolut nicht mag. Ja, der hat so, schon geile Filme gemacht. Der hat 12 Monkeys gemacht, das war's. Das ist einer von der Monty Python-Truppe. Also 12 Monkeys fand ich geil und ich fand... Fuck. Ja, danke. Plädoyer beendet. Die ist so krank. Also die, Parnassus die, fand ich ganz cool. Die Szene mit dem Alien-Raumschiff ist, so absurd, aber die hätten sie auch echt weglassen können, weil die Szene an sich ist nicht witzig. Nee, es überhaupt nicht. Nur im Gesamtkontext ist es so weird und absurd. Naja, egal. Es passt halt vorne und hinten nicht. Null, die Szene passt null rein. Brazil. Ja. Brazil, aber der war... Nee, Brazil war... Doch, Brazil war... Aber der war auch scheiße. Ja. Okay, es geht weiter. In Judäa gibt es so einen Platz in der Stadt, auf dem diverse Propheten um die Wette prophezeien. Also, wo die um die Gunst des Volkes um die Wette prophezeien, ne? Ja. Meinst du, das ist um die Wette? Ich habe das eigentlich so interpretiert, weil die schwenken die ja so ab. Und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass die um die Wette prophezeien, weil die zeigen einfach nur, dass das so ein bisschen, weil die Engländer kennen das ja, gerade die Londoner mit ihrem Speaker's Corner da im Hyde Park, glaube ich, ist das. Dass sich da jeder hinstellen kann und irgendein Bullshit einfach verzapfen kann. Ja, genau, das sind Prediger halt. Ne? Entweder hörst du dem Ganzen halt zu oder nicht. Und genauso finde ich halt auch, haben sie das aufgezogen. Da sind haufenweise Leute, die vielleicht auch Wichtiges oder Unwichtiges zu sagen haben. Meistens sind es ja nur irgendwelche Visionen von nach dem Tod. Und wenn ihr nicht folgt, dann wird das Ganze ganz furchtbar werden. Und dann zeigen sie ja maximalen Kontrast, in diesem den Typen zeigen, der offensichtlich, ich glaube, von 2 Eseln erzählt oder so. Ja, das ist so, ich habe das immer so interpretiert, dass es halt in dieser Zeit so wahnsinnig viele Leute gab, die dachten... Hier in Lothing in Las Vegas. Ja, ui, ist auch Terry Gilliam. Sorry, also ich habe diese Szene mit diesen 1000 Propheten da auf dem Platz immer so interpretiert, dass es da zu dieser Zeit so wahnsinnig viele Leute gab, die dachten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. So die Prophetenschwemme. Da gibt es halt jetzt lauter Religionen, die starten. Und dann gibt es den einen, der so eine Agro-Naturreligion hat. Sie werden uns alle fressen und sie werden uns umbringen. Dann gibt es diesen alten Zausel, der so völlig verwirrt ist. Der ist der Beste. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter in dieser... Da steht, ja, und dann trat die allgemeine Verwirrung und in die Verwirrung. Und dann haben die den Leuten die Sachen wieder zurückgegeben. Von ihren Vätern. Der keinen Satz beendet. Ja, und Brian tut so, als sei er einer dieser Redner, um sich vor den Römern zu verstecken. Also so hiding in plain sight. Und er unterbricht seine Rede dann, als die Römer weg sind, woraufhin der Pöbel denkt, oh, was wollte der uns sagen? Und ihn für den Messias halten. Also der Pöbel, der ihn zuerst scheiße fand, denkt, oh, er hat den Satz unterbrochen. Irgendeine Info fehlt da. Sag es uns, sag es uns. In der Szene ist übrigens eine richtig geile Kritik drin, die voll versteckt ist. Das Erste, was Brian ja sagt, ist, richtet nicht auf das, ihr selbst nicht gerichtet werden wollt. Ist ja so das Erste, was er sagt. Und dann fängt er mit den Lilien und so weiter an. Leben ne? und leben lassen, ne? Nee, das ist wortwörtlich Matthäus 7,1. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist die goldene Regel. Also, ne, Wenn du nicht tust, nee, wenn du nicht willst, was man dir tut, dann füge was keinem anderen zu. Was du nicht willst, dass man dir tut. Genau. Und also in der Bibel steht, das richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ach so, okay. Und diese Nummer mit den Lilien und den Vögeln und so ist auch aus der Bibel, sagt auch Jesus. Da haben sie es nur so zusammengeworfen. Also er sagt ja irgendwie so, seht die Lilien, dann regen sich alle drüber auf, was hat er jetzt auf einmal gegen Lilien? Und dann, ja okay, dann halt seht die Vögel, so die arbeiten ja auch nicht. Wie, willst du jetzt sagen, die sind arbeitslos? Das sagt Jesus auch, er sagt, warum sorget ihr euch für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Also das ist im Prinzip ein Easter Egg. Genau, und da hört den Kai dann zu. Und erst als er anfängt, blödsinnigen Scheiß zu reden und den nicht fertig, da fangen sie an, ihm zuzuhören. Also der Pöbel ist auf jeden Fall tatsächlich jetzt davon überzeugt, er, Brian, sei der Messias. Sie beten zuerst seine Flasche an, dann seine Sandalen. So zieht euch eine Sandale aus und haltet sie gen Himmel, denn das ist sein Zeichen. Und das ist sein Zeichen, an dem ihr erkannt werden sollte. Terry Jones nannte die Sequenz die Geschichte der Kirche in 3 Minuten. Ja, ist wirklich so.
Also der Pöbel klammert sich an jede Kleinigkeit fest, die Brian macht. Und dann kommt diese fantastische Szene, in der Brian sich in ein Erdloch flüchtet und diesem Typen auf den Fuß tritt und er sagt, au! Und wir erfahren, das ist ein Typ, der 18 Jahre lang kein Wort gesagt hat, weil er ein Schweigegelübde hat und jetzt endlich anfängt zu sprechen. Ja, die Szene mit dem stummen Mann, die ist so fantastisch. Und der Pöbel findet Brian dann in diesem Erdloch. Ich bin nicht der Messias! Nur der wahre Messias würde seine Heiligkeit leugnen. Also gut, ich bin der Messias. Er ist der Messias! Glaubt ihr, ich kenne den Messias, wenn ich sie sehe. Ich bin schon vielen gefolgt. Und auch diese Nummer mit den Wundern irgendwie so. Ja, ich habe 18 Jahre nicht gesprochen und jetzt rede ich wieder. Ein Wunder! Er ist mir auf den Fuß getreten. Tritt mir auf den Fuß! Ja. Und auch so, hier gibt's nichts zu essen. In diesem Gebirge nichts zu essen. Ja, dieser als wären das Wunder halt. Ja. Ne? Wir sind hier für ein paar Tage lang durch die Wüste gefolgt. Was sollen wir essen? Ess doch voll den Wacholderbusch. Ein Wunder! Ein Wunder! Es sind Wacholder an dem Wacholderfährbusch. Ja, natürlich, es ist ein Wacholderbusch. Großartig. Das ist so lustig. Brian trifft dann auf Judith, die er aus der VVJ kennt. Die beiden haben Sex. Und am nächsten Morgen wartet dann eine Riesencrowd vor seinem Haus, wo er dann nackt am Fenster steht und sie wollen mit dem Messias sprechen. Eine Szene, die übrigens wirklich vor einer Live-Audience gedreht wurde, vor irgendwie knapp 2000 Mann oder so. Was? Das sind keine 2000, 200 ja, vielleicht. 200 und mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall. Nee, wirklich, es waren keine 2000, nein. Ich erzähl Quatsch. Aber die wirklich von einem Live-Publikum halt gedreht wurde. Also der Typ, der Brian spielt, der hat wirklich das Fenster nackt vor mehreren Leuten aufgemacht. Und es gibt zwei schöne Geschichten, und zwar Terry Jones. Der hat schon 3-4 Takes drehen lassen, hat sich das Material dann im Endeffekt angeguckt und sein Regieassistent kam wohl rein und meinte, ah ja, offensichtlich kein Jude. Hä? Ist der nicht beschnitten? Ist nicht beschnitten. Ach so. Die haben erst Takes gedreht, wo man sieht, dass er nicht beschnitten ist halt. Ne? Und dann haben sie das Ganze irgendwie mit einem Gummiband gelöst. Ich frage mich die ganze Zeit, wie? Also die Vor- und Zurückziehen mit einem Gummiband halt befestigen? Scheiße, Hautfarbe, eine Gummi. Oh, ja, höchstwahrscheinlich. Und sie hatten für die Szene, weil sie nicht mehr genug Statisten hatten, haben sie halt auch einfach Indonesier von der Straße halt gecastet. Und haben gesagt, ey, könnt ihr für ein paar Stunden mal schnell mit beim Film mitmachen. Und unter den Indonesiern waren haufenweise muslimische Frauen auch dabei, die, als der Schauspieler dann rauskam, wirklich nackt vor diesen Leuten stand, tierisch losgeschrien haben und gebrüllt haben und gesagt haben und empört das Set verlassen haben, weil Ergo natürlich halt nicht funktioniert. Weswegen, weil Tobi und ich haben uns noch gefragt, als wir das heute gesehen haben, so, hä, man sieht doch die Menge gar nicht. Ja, es gab noch einen anderen Kamerawinkel, die haben das dann nochmal neu gedreht, so dass man nur Brian sieht, so dass man nicht die Leute sieht, wie sie reagieren. Okay. Total weird. Ja, und da hält Brian dann eine fantastische Rede, wo er die Individualität der Menschen hervorhebt, die aber kollektiv immer antworten, ja, wir sind alle unterschiedlich. Ich nicht. Und mit Stöcken dastehen und mit einer Sandale dran gebunden. Ah ja, fantastisch. Ja, ey, und das ist mega geil, von wegen die Geschichte in 3 Minuten, ne? Diese Nummer mit der Flasche, dem Schuh. Und das siehst dann auch, du siehst Leute, die den Schuh hochhalten und Leute, die Flasche hochhalten. Du hast in der Szene sogar verschiedene Konfessionen. Echt? Achso, die an die Flasche glauben. Genau, die einen glauben an die Flasche, die anderen an nichts. Und dann gibt es noch diesen einen Typen, der stehen bleibt und irgend so ein Zeug labert, was im Prinzip so eine dritte Variante sogar noch ist. Ach krass, also, das ist mir gar nie aufgefallen. Ja, du hast innerhalb kürzester Zeit hast du mehrere Glaubensrichtungen an denselben Typen, der überhaupt nicht will, dass man an ihn glaubt. Geil. Witzig, ey. Ist total weird. Oh, geil, ey. Also eine mega geile Idee. Brian sagt es ja auch so schön, gib mir wenigstens eine Chance, aus dem Ganzen rauszukommen. 4? Das sind sogar 4. Da gibt es noch den einen Typen, der sagt, das bedeutet, wir sollen die Sandalen sammeln. Der dann anfängt, den Leuten die Sandalen vom Schuh. 4 Glaubensrichtungen in einer Szene. Wahnsinn. Mega geil. Brian wird dann, wir kommen tatsächlich langsam dem Ende der Geschichte entgegen. Brian wird von den Römern dann wieder gefunden, wieder verhaftet und zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Das ist auch so geil, ey, wie sie dann da zur Kreuzigung gehen und dieser eine Typ, der von Eric Idle gespielt wird, der mein Lieblingspython ist, der die immer verarscht, so von wegen, ach so, ich werde heute gar nicht gekreuzigt. Ach so, da können sie wieder gehen. Und er ist schon so halber weg, hab dich nur verulgt, ich werde doch gekreuzigt. Ja. Also mehrfach in dem Film hat er die Möglichkeit, der Kreuzigung zu entfliehen. Aber er sagt dann immer, ja, sorry, war doch, ich hab dich verulgt, ich hab dich verarscht, ich werde doch gekreuzigt. Die Römer haben mich freigesprochen, ich darf meinen Arsch jetzt auf irgendeiner sonnigen Insel parken. Das ist so geil. Auch diese beiden Kratar-Charaktere, die da hingesetzt haben, der eine, der so mega stottert und der andere, der taub und verrückt ist.
was sie beide nicht sind und nicht tun, weil wir sehen sie einmal, wie sie sich ganz normal unterhalten, aber immer, wenn dieser Römer dabei ist, ist er erst Taubär und Alter, rede zu Ende. Macht dich völlig wahnsinnig. Auch dieser Römer wird dann bekloppt, der hört ja immer dann auf, mit denen zu reden. Und dann der Römer sagt, ja, also was ich dir eigentlich erzählen wollte, wir haben ja letztens... Das sind ganz normal eigentlich, ja. Ja, und dann... Ich weiß, wo ich sie besorgen kann. Und dann sind sie da auf dem Weg zur Kreuzigung, so, wo sie ihre Kreuze selber schleppen müssen. Und der eine wird dann noch fies verarscht, weil ein Passant geht hin, lass mich deine Last tragen. Und er hält sein Kreuz und der Typ verpisst sich einfach. Übrigens auch eine Anspielung aus der Bibel. Das passiert ja auch. Ja. Ohne... Ich hatte das in meinen Hirnwindungen. Das passiert auch in der Bibel. Ja, beziehungsweise ne? Da wird jemand rangerufen, der für Jesus eine Zeit lang das Kreuz trägt. Und das macht er dann auch, also Jesus geht vor, der rennt er mit daher, super spartanisch beschrieben halt, ne? Also irgendwie, er geht hinter ihm her, steht da irgendwie nur und dann nachher muss Jesus da weitertragen. Also das kommt in der Bibel vor, aber da haut Jesus halt nicht ab. Da kommt doch dann sogar noch der Passant, der ihn fragt, warum, nee, oder der andere, der auch sein Kreuz trägt und fragt doch Jesus, warum umarmst du dein Kreuz, glaube ich, ne? Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber ja, das kommt auch. Ja, und die werden dann gekreuzigt und die Gekreuzigten, die noch relativ munter am Kreuz hängen, sind super angepisst und beschweren sich ständig darüber, dass sie nicht mit Angehörigen anderer Völker zusammen gekreuzigt werden wollen. Es wurde eine rein jüdische Kreuzigung versprochen. Ja, sie haben keinen Bock, dass da ein Samariter mit ihnen zusammenhängt. Ja. Keine weiteren Samariter in dieser Ecke hier. Und Eric Idle schafft es wieder, sich rauszumogeln, gibt's aber doch wieder zu. Wird dann aber weggetragen, genau, oder so. Ja. Nein, 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 es war ein Scherz, ich werde gekreuzigt. Jetzt sagt er so, Jungs, häng mich wieder auf. Ja, und am Ende singen sie dann alle zusammen Always look on the bright side of life. Pfeift dir doch ein. Was Eric Idle sich hat anfertigen lassen, weil die Prop-Kreuze, die sie da hatten, wohl sau unbequem waren. Er war einer der wenigen oder der einzige, glaube ich, der ein Kreuz hatte mit einem eingebauten Fahrradsattel, dass er sich hinsetzen konnte auf seins. Ja. Du hast eine Sache rausgelassen, die tatsächlich auch in der Bibel vorkommt. Dieses Fest, dass die Römer feiern da ja ein Fest. Mhm. Und zur Feier des Tages wird ein Gefangener freigelassen. Da, wo Biggest Diggis dann auftaucht und eine Rede hält, weil Biggest Diggis lispelt ganz furchtbar. Schwanzus Longus, den sehen wir dann auch tatsächlich. Ja. Und Schwanzus Longus, also erstmal hält Pontius Pilatus eine Rede, was das Volk vorher schon weiß, großartig wird und besagter kluger Hauptmann ihm sogar noch sagt, wollen wir das heute nicht einfach absagen? Und dann geht er halt raus, hält er seine Rede, die Leute verarschen ihn, ja, nennt mir einen Namen. Bernhard der Schöne. Haben wir einen Bernhard den Schönen? So, nein, wir haben keinen Bernhard den Schönen. Und das Volk liegt buchstäblich am Boden. Du siehst da so eine Einstellung, die komplette Crowd, aber alle liegen wirklich so am Boden, so halb übereinander, weil sie nicht mehr können vor Lachen. Und dann, das ist ja das Geilste, dass dann hier, Biggest Diggis wird ja vorgestellt, wie er so lassiv auf so einer Liege liegt, auf so einer typischen römischen Liege, und dann, Heil Cäsar! Und dann, und der Hauptmann, der dann so anguckt, oh nein. Noch so einer. Ja, und dann bei der Rede kommt er, lass mich das machen, wir haben einen Samsung, den Sarathäfen Ochsen. Und dann sag ich so, alter Vater. Samsung der Sarathäfen Ochse. Und dann kommt der Judith an und sagt, hey, lass Brian frei. Oh ja, der ist gut, lass Brian frei. Brian. Ja. Wir haben tatsächlich einen Brian unter den zu kreuzigen. Ja. Und dann schicken sie wirklich jemanden los, um ihn wegzuholen, aber es ist schon zu spät. Das ist tatsächlich, in der Bibel kommt es auch vor, also dieses Fest, und Pontius Pilatus sagt auch, Alter, wir können einen freilassen. Wir haben zwei zur Auswahl, wir haben Jesus, der für den Christus gehalten wird. Und wir haben, wie hieß der, Barbarossa? Warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich halt immer vergeige. Barabbas, so ein Mörder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Volk beeinflusst durch die Bösen in der Geschichte, also so die Pharisäer, sagen dann halt, lass Barabbas frei. Mhm. Und Pilatus versteht das tatsächlich nicht. Der hat vorher schon mit dem Gericht gehalten und gesagt, Alter, ja, okay, ich soll den, also züchtigen sehe ich ein. König der Juden und so, das ist eine blöde Sache. Aber ich sehe keinen Grund für seinen Tod. Und in dem Moment, wo das Volk ihn zum Tode verurteilt, also weil die hätten ihn ja freilassen können, wäscht er sich vor dem Volk die Hände und sagt wörtlich so ein geiles Ding und sprach, ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten, sehet ihr zu. Also Pilatus hatte nichts mit dem Tod im Prinzip zu tun. Okay, krass. Was ich voll spannend finde, weil er immer so in der Popkultur als der Böse dargestellt wird. Er ist im Prinzip nur ausführendes Organ. Ja.
und sagt selber, dass er keinen Grund für die Todesverurteilung sieht. Ja, das war auch einer der großen Kritikpunkte ja bei Die Passion Christi, über den wir irgendwann vielleicht auch nochmal reden können. Bei Die Passion Christi, weil ja das eine Riesendiskussion losgetreten hat, dass Mel Gibson die Juden nur als hasserfülltes Volk zeigt, das den Messias tot sehen möchte. Ja, in dem Fall ist es ein Römer, aber ja. Übrigens, kleiner Trivia-Fact zu dem Song am Ende, Always Look on the Bright Side of Life, die britische Metalband Iron Maiden, die ich Zeit meines Lebens auch gerne gehört habe und immer noch höre, spielen nach jedem Konzert immer diesen Song. Echt? Also wenn das Konzert vorbei ist, auf der Bühne ist vorbei, die Leute geben wieder zurück zum Zeltplatz oder gehen nach Hause, kommt immer über die Boxen dieses Lied am Ende. Was doppelt cool ist, weil es halt ruhig ist zum Runterkommen, so als psychologisches Mittel, um irgendwie einen Aufstand zu verhindern. Und weil es halt auch eine britische Band ist und die Monty Python lieben. Und der Schauspieler Graham Chapman, der den Brian gespielt hat, der starb 1989 leider an Krebs. Sein letzter Auftritt vor seinem Tod war in einem Iron Maiden Video, und zwar im Musikvideo von Can I Play with Madness. Da hat er einen Lehrer gespielt. Geil. Ach, ja. Krass, das war sein letzter Auftritt vor seinem Tod. Ich wusste gar nicht, dass er schon tot ist. Wow. Ja. Okay. Ja, Leute, und das war Das Leben des Brian. Geiler Film. Ein Film, der ganze Generationen zum Ablachen gebracht hat, der selbst uns, obwohl wir eigentlich viel zu jung für diesen Film sind. Und vor allem waren, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Der absolute Kultfilm für wirklich Generationen ist, und wir haben es am Anfang schon gesagt, der Film löste einen weltweiten Shitstorm aus. Beschwerden, religiöse Verbände liefen praktisch amok. Es gab ganz, ganz viele Menschen, die zum Boykott aufgerufen haben. Viele, viele Länder, in denen der Film tatsächlich verboten war, in denen er zunächst nicht gezeigt wurde. Die Pythons waren damals ja auch schon in den USA relativ bekannt und haben den Film zuerst in den USA gezeigt und nicht in ihrem Heimatland England, im United Kingdom, weil dort die politische Situation auch wohl ein bisschen aufgeladen war. Es gab wohl damals regelrechte Reisegruppen, die mit Bussen in Nachbarländer gefahren sind, um sich diesen Film anzugucken, weil es in ihrem eigenen Land nicht guckbar war im Kino. Also es war komplett irre. Für eine Komödie. Für eine Blödelkomödie, die, sind wir mal ganz ehrlich, ey, da gab es schon damals weitaus härtere Filme. Mhm. Also der Film ist eigentlich relativ soft und etwas, das du sogar Kindern zeigen kannst. Aber, ja gut, abgesehen jetzt von amerikanischen Staaten, weil da sehr viel Nacktheit drin ist. Was der Film halt macht, ist halt nicht durch die Blume irgendwas in Sachen Gläubige zu kritisieren, sondern voll on the nose. Ne? Mhm. Also dieser ganze Film ist eine einzige Kritik gegen gläubige Menschen. Also gläubige Menschen werden ja wirklich als Vollidioten dargestellt. Also richtige Vollidioten. Ja. Und das ist schon die Sandale, hart. Das ist sein Zeichen. Ja, genau, ja, genau. Ne, also gläubige Menschen, ich würde es nicht mehr so verallgemeinern, aber das wo es herkommt, weißt du, was halt viele Leute auch als ihr Lebenselixier halt auch irgendwo sehen, ne? Das ist ihr Glauben, und ohne ihren Glauben sind sie halt nichts. Und gerade die USA sind ja, was das angeht, sehr, sehr krass. Dass das halt in ihren Grundfesten angegriffen wird. Ich meine, es gab manche Pastoren in Gemeinden, in Staaten in den USA, die es halt, Zitat, bezeichnet haben als widerlichen Angriff auf den religiösen Glauben, oder es einfach nur abgetan haben als, es ist ein blasphemisches Machwerk. Ja. Woraufhin halt auch Monty Python sich mehrfach starker Kritik, Boykott und phasenweise sogar Gerichtsprozessen auseinandergesetzt war, die wirklich lange gebraucht haben, bis sie komplett alle vom Tisch gewischt waren, dass irgendwann wirklich gerichtlich festgestellt wurde, es ist nichts Blasphemisches per Definition in diesem Film halt drin. Heresie. Weil Monty Python hat selber gesagt, so Leute, wisst ihr was, also wenn ihr sagt, wir verarschen euren Messias, wisst ihr, was Messias heißt? Messias heißt der Gesalbte. Und wisst ihr, dass die Mutter Myrrhe ablehnt, damit der nicht gesalbt wird? So. Ja. Übrigens noch mal kurz, Häresie bedeutet per Definition im Wörterbuch von der offiziellen Kirchenmeinung abweichende Lehre. Genau. Ja. Und das ist halt eben das, was wir in diesem Film sehen. Ne? Also, weil die nehmen ja im Prinzip
also nicht unbedingt das Grundkonzept Glaube, sondern das Grundkonzept Glaubensgemeinschaft und dann logischerweise irgendwann Religion oder sogar Kirche. Kirche eigentlich, halt eben, ja, auseinander. Ne? Ja, aber da eben sehr viel früher beginnt, nämlich die Leute hören dem nicht zu. Das ist die zweite Szene oder streng genommen dritte Szene in diesem Film, ist, die Leute hören Jesus nicht zu, bilden sich aber eine Meinung darüber. So, ne? Also das ist ja das, was wir mit der jüdischen Volksfront, mit der Volksfront von Judäa da sehen. sodass sie dem offensichtlich nicht zugehört haben oder nicht zuhören konnten, weil sie zu weit wegstehen, aber über das, was sie glauben, gehört zu haben, heftigst diskutieren. Ja, oder? Wir haben die Szene mit dem schweigegelübde Menschen, den sie dann umbringen. Gefühlt 3 Minuten, nachdem sie eine Religion in Anführungszeichen gegründet haben um Brian herum, bringen sie den ersten, Zitat, Ungläubigen um. So, ne? Also ja, oder wo Brian vor diesem Mob flüchtet und dabei seine Sandale verliert und sie die Sandale aufnehmen und sagen, das ist sein Zeichen, daran, ja, genau, wollen wir ihn erkennen. Ja. Also diese Leute dürsten so sehr danach, irgendwas zu haben, an das sie sich klammern können, dass sie selbst einen Unwilligen, der ist ja völlig unwillig, Brian, der, ja, möchte kein Messias sein. Er sagt, ich bin nicht der Messias. Ja. So, dass sie selbst ihm hinterherrennen. Also das ist total wahnsinnig. Und dann auch dieser Typ, was Richard vorhin schon mal zitierte, der dann auch sagt so, ja, du bist der Messias und ich muss es wissen, ich bin schon vielen gefolgt. Und dann sagst du, weißt du, die schlagen da halt in so eine Kerbe des ich will nicht das Wort leichtgläubig benutzen, weil das gemein in dem Fall ist. Das sind ja Leute, die auf der Suche nach Sinn sind, die da verarscht werden. Und zwar die so verzweifelt. Die Sehnsucht. Genau, die Sehnsucht nach Sinn. Die so verzweifelt und so sehnsüchtig nach diesem Sinn sind, dass sie jedem Schuh hinterherlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle, um den Sinn irgendwo zu sehen. Und das ist ja das, was verarscht wird. Patrick Bateman, also der Killer aus American Psycho, gespielt von Christian Bale, hat so schön gesagt, in einer der letzten Szenen, wo er hysterisch anfängt zu lachen in diesem einen Restaurant, wo sie sitzt und fragt, warum lachst du? Ich bin einfach nur ein glücklicher Mitläufer. Ja, weißt du, wir die Kakis und auch die Kack- und Sachhörer, wir sind ja ethisch weit entwickelte Wesen, den Vulkaniern näher als allem anderen. Wir brauchen sowas ja nicht. Aber so der, ich sag mal, nicht kack- und sachatmende Mensch. Obwohl wir sehr viele gläubige Menschen in der Herrschaft haben. Laut Tobi. Naja, laut den Nachrichten, die wir bekommen. Ne? Ja, es gibt ein paar. Es gibt ein paar, die wir noch nicht vergrault haben. Die sich trotzdem, also es gab auch schon einige, die uns geschrieben haben und das Ganze halt auch als Schund und Kacke halt irgendwie abgetan haben. Es gibt aber auch viele, die sagen so, hey, ihr bringt ein paar valide Punkte an. Es scheint ein paar Hörer zu geben, die trotz hartnäckiger Blasphemie unsererseits immer noch an uns hängen. Mit dem wir selbst bei Instagram schon ganz interessante theologische Gespräche geführt haben. Ja, stimmt. Ja. Ah, der Mensch hat halt so, das wird in diesem Film so schön illustriert, der Mensch und gerade der Mensch von früher, sag ich mal ganz pauschal, hat so dieses Bedürfnis, an irgendwas Höheres zu glauben und irgendeine höhere Macht verantwortlich machen zu können. Sagte der Typ, der sich selbst als Vulkanier sieht. Weiter. Ich sehe daran nichts Falsches. Ich höre die Kritik daran nicht raus. Sagen, hörst du die Grillen? Ja, weißt du, so diese Nummer, so, keine Ahnung. Ich glaube an gar nichts und ich finde das alles total albern, aber ich wäre super gerne Vulkanier, weil die viel weiter sind als wir. Ja. Das ist ja im Prinzip genau das. Ja, so, ne? Richtig, du willst mit dem Fahrrad durch den Garten der Sternenakademie fahren. So, ne, weil so als Dingsfeld, das ist im Prinzip nichts anderes. Pass auf, so wie du davon sprichst, ist das im Prinzip nichts anderes als so eine Garten-Eden-Vorstellung oder ähnlichem. Nur halt eben auf eine natürlich ironisch-sarkastische Art und Weise. Aber es ändert ja nichts daran, dass das eine traumhafte Vorstellung ist. Ja. Der Unterschied ist halt eben das, was wir bei das Leben des Brian sehen, wenn das zu einem Problem und zu einer Obsession wird. Das ist ja eben so der Punkt, ne? Also der Glaube an sich wird da ja im Prinzip gar nicht auseinandergenommen, sondern die Obsession hinter diesem Glauben. Also vor allen Dingen durch alle Gesellschaftsschichten. Also genau. Wir sehen es ja, wir haben ja Brian, der so obere, untere Mittelschicht halt irgendwie ist, ne? So Arbeiterklasse, weil die Idee. Normaler Typ. Die Idee zu. Dessen Mutter eine alleinerziehende Prostituierte genau, ist, der ist nicht obere Mittelschicht. Die Idee, ja stimmt, eigentlich ist der Unterschied. Die Idee zu Leben des Brian kam ja auch daraus, was sich bei einem feuchtfröhlichen Abend Monty Python sich darüber lustig gemacht haben, dass Jesus als Zimmermann, Tischler? Tischler, ne? Zimmermann. Jesus als Zimmermann an ein Kreuz genagelt wurde. Und sie die Ironie dahinter halt sehr, sehr witzig fanden. Die haben immer Lattenjub gesagt. Und weil sie, ich glaube, weil irgendeiner aus der Truppe irgendwann mal gefragt hat nach Ritter der Kokosnuss, wurde immer gefragt, was macht ihr als nächstes? Und die so genervt davon waren, dass sie den Journalisten einfach gesagt haben, Jesus, was war das? Jesus reizt nach Ruhm.
Jesus Christ's Love for Glory oder so war das irgendwie. Und dass daraus halt diese Idee halt kommt, dass halt auch alle Gesellschaftsschichten da halt wirklich auch mit abgehandelt werden. Weil wir haben ja seine Mutter und ihn, wie gesagt, Unterschicht. Dann haben wir offensichtlich die Adligen, den Klerus dann auch, die sich, den Klerus sage ich schon, das ist ja was ganz anderes. Die Oberschicht, die Adligen. Die Oberschicht, die im Prinzip so drüber sind, dass es sie eigentlich gar nicht mehr interessiert, sondern dass sie eigentlich nur, die sind ja eigentlich, da, über die wird sich ja aktiv lustig gemacht. Ne? Dann haben wir den ersten Arbeiter, die erste Arbeiterschicht, das ist sind die Zenturionen. Zenturionen, ja. Zentauren, ja. Zentauren, nee, aber die Centurios. So. Mhm. Die Centurios. Und dann haben wir ja die sich selbst als Intellektuellen betiteln, die eigentlich von allen mit am konservativsten sind. Die ja sagen, so neue Ideen, okay, aber erstmal wird das auch erstmal durch den Dreck gezogen. Die Volksfront von Judäa, ja, so ein möchtegern Bildungsbürgertum. Mhm. So, sie machen halt einen auf intellektuell und benutzen hochtragende Worte, so wie wir das hier im Podcast ja auch machen. am Ende des Tages machen sie aber gar nichts, hocken nur rum und schwallen. Wie wir das hier im Podcast auch machen. So, wir die Kack- und Sachgeschichten. Beschweren sich ohne neue Vorschläge eigentlich. Wir sind die Volksfront von Judäa. Mhm. Und so. Der Destiny-Clan hieß früher Volksfront von Judäa. Ich fand das passt. Immer sehr passend. Ja, passt doch. Ja. So drei Fettsäcke, die um den Tisch sitzen und Abend für Abend rumschwallen und über ihre Weltherrschaftspläne reden, sich danach vollsaufen und nach Hause ins Bett legen. Dennemann hat mal in Stumpfes Trumpf hat er mal gesagt, ich hätte auch eine Idee, gegen das System radikal reduziert auf irgendwas muss gehen. So, das ist im Prinzip die Zusammenfassung der Punkbewegung. Und eben auch das, was wir bei der Volksfront von Judäa sehen, so die haben halt, also hier muss der Sturz, aber die bieten keine Gegenlösung an. Weißt du, die wollen nur, dass das Römische Reich stürzt. Der römisch-imperialistische Apparat muss aufgelöst werden. Genau, aber es gibt keine Vorstellung zu dem, was danach kommt. Ja, genau. Weil die ja auch selber feststellen, dass davor alles voll scheiße war. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, und das ist etwas, das auch fuck, wer war denn das? Das hat auch irgendein Philosoph erst vor kurzem gesagt oder irgendein TV-Philosoph. War es nicht sogar der Herr Precht? Ich weiß es nicht genau. Der meinte, als Philosoph oder als Kritiker kann ich meine Kritik am aktuellen System äußern, auch wenn ich keine Lösung dafür habe. Also auch wenn ich nicht weiß, was nach dem Kapitalismus kommen mag, auch wenn ich keine Idee habe, wie wir nach dem Kapitalismus leben, ist es trotzdem mein Recht, den Kapitalismus zu kritisieren. Ja, ja klar. Also klar, das mal zur Verteidigung der Volksfront von Judäa. Ja, das ist richtig. Dieser Spruch, du kritisierst nur rum, aber du hast auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Den kann man schon irgendwie fühlen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Spruch, der von den alten weißen Fabrikbesitzern kommt. Du, das ist vollkommen richtig. Der Unterschied ist aber, dass die VVJ seines Zeichens eine Terrororganisation ist. Mhm. Ne, also die verüben ja terroristische Anschläge, wie sie selber nennen. Stimmt auch wieder. Um das Ganze aktiv zu stürzen, aber dann eben die Leute im Chaos versinken lassen. Und ich sage ja nicht, dass die römische Besatzung die bessere Wahl ist. Ne? Das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, dass es halt keine sinnvolle Lösung gibt von diesen Leuten. Also das sind ja die, denen wir dabei zugucken, die aktiv daran arbeiten und nicht nur Reden schwingen, was sie aber hauptsächlich tun, um das Ding zu Fall zu bringen. Mhm. So, ne? Aber keine Regierung oder Ähnliches danach einsetzen. Ja, das ist auch, selbst wenn man sagt, dass die jetzt da einfach nur mit ihnen Ideen rumphilosophieren, aber korrigiert mich bitte, aber ich glaube, die Grundidee von Philosophie ist ja auch nicht einfach nur Glaube, weil sie vertreten ja nur ihren Glauben. Deswegen ja. Das ist ja nicht Glaube, es ist ja, glaube ich, Philosophie ist ja der gerechtfertigte Glaube. Nee. Philosophie ist die Lehre des Wissens. Ja. Ja, auch, ganz genau. Das ist auch das ist was Gerechtfertigtes auf jeden Fall. Also wenn du philosophierst, dann hast du auf jeden Fall, das ist gerechtfertigt, was du da sagst. Ja, Leute, das ist gerade echtes Glatteis, auf jeden Fall, aber das ist gerade echt Glatteis, weil, also viele, hat das nicht Fab irgendwann mal auch erzählt? So, als Philosophiestudent zum Beispiel hast du ja auch ein paar Semester Mathematik, weil als Philosoph musst du Beweise führen. Also der Unterschied zwischen Glauben und Philosophie ist, dass der Unterschied zwischen Theologie, zwischen Glaube und zwischen Philosophie ist... Theologie ist auch nochmal was anderes. Ja. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ja. Der Unterschied zwischen Glaube und Philosophie ist, bei Glaube heißt es, da steht in der Bibel das, deswegen glauben wir das. So, da werden einfach Glaubensgrundsätze angenommen.
bei der Philosophie ist es so, dass du Beweise führen musst. Du musst sagen, aus dem schlussfolgert sich dies, aus dem schlussfolgert sich jenes. Trotzdem ist Philosophie alles andere als eine Naturwissenschaft, die man messen kann, genau. Weil es ja, kann klar. Ja auch sein, dass deine Grundannahmen falsch sind. Ganz genau. Aber das ist Glatteis, auf das wir gerade gehen. Da müssen auch klügere Menschen als wir drüber reden. Jedenfalls hast du dort halt durch die Volksfront von Judeo hast du dort eine Truppe, die meint zu philosophieren, ja. Aber es sind eigentlich nur Krawallmacher. Es sind eigentlich nur genau. Leute, die nicht die Vorteile sehen, sondern erstmal nur ihren eigenen Nachteil sehen, der gar kein Nachteil ist. Also die machen Ärger, um Ärger zu machen. Ja, also das ist schön zusammengefasst in dieser Nummer mit, die haben den Frieden gebracht. Ah, Frieden, halt die Klappe! Obwohl ja offensichtlich Frieden herrscht in dieser Situation. Ja, ja, einer sagte nur, guck dir mal an, wie es hier aussah, bevor die Römer gekommen sind. Genau, und vor allem, wenn du das vergleichst jetzt mit dieser Nummer, mit der Glaubensfreiheit zum Beispiel, ne? So, die Römer lassen das vollkommen zu, dass die Leute sich gegenseitig steinigen, weil jemand das Wort Jehova benutzt hat. Mhm. So, weißt du, die Römer stehen da sogar noch daneben, dann hast du noch zwei da, diese Legionäre daneben stehen, die dann so die Augen verdrehen, weil die sich benehmen wie die Idioten da. Ja, ja, genau, die Römer stehen halt da so an die Wand gelehnt und denken sich so, ey, lass die Spaß, die es einfach machen. Ja, genau. Ganz ehrlich. Also, die können ja machen, was sie wollen. Solange sie nicht die Römer angreifen. Ja. So, ne? Und das ist so Besatzung light, wenn du so willst. Ne? Ist natürlich auch scheiße, bla bla. Ne? Mhm. Aber so im Prinzip, das, wovon die VVJ spricht, findet nicht statt. Und das Geile ist, davon spricht die VVJ sogar, dass das nicht stattfindet. Und sie sind trotzdem dagegen. Das ist ja das Spannende daran. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt so das Konzept der Besatzung nicht irgendwie verharmlosen. Nee, gar nicht. Das will ich gar nicht. Ich rede jetzt nur von diesem Film, ne? nicht von der Realität. Genau. Ja, aber das ist hier, das hattet ihr vorhin ja auch schon anschwillen lassen, anklingen lassen. Und jetzt haben wir auch gerade tatsächlich auch schon so ein bisschen drüber gesprochen am Rande. Die Aktualität des Films, findet ihr wirklich, dass die Handlung oder bestimmte Aspekte der Handlung aktuell sind, dass die auf die heutige Zeit übertragen werden können? Nennt mal ein Beispiel. Also wenn du ganz aktuell halt unterwegs bist, sind wir, ich sag mal so, in der Verschwörungsmythenwelt, ja? Die ja im Prinzip ab einem gewissen Punkt nichts anderes sind als Gläubige einer total kruden Idee. Sekten. Ja, also Sekten ist ja noch eine Organisation, deswegen ich bin vorsichtig da mit diesem Begriff, weil ich kann die jetzt nicht so sehr auseinanderhalten. Ja gut, im Moment haben wir es in der Realität ja weniger mit Sekten zu tun, sondern eher mit veganen Köchen, die behaupten, die Regierung würde uns mit Gas im Himmel vergiften wollen. Genau, und dann hat natürlich sektenartige Züge, aber das Thema ist ein anderes. Es ist halt keine feste Organisation, ne? Ja. Und inwiefern eine Sekte eine feste Organisation sein muss, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ist auch ein breites Feld, ja. Genau, und aber was wir halt haben, ist Leuten, die völlig abstrusen Ideen hinterherlaufen, und zwar manisch hinterherlaufen. Und das ist halt eben genau das, was wir bei Das Leben des Brian halt sehen und woher das kommt. So dieses, oh mein Gott, er hat eine Lösung angesprochen. Oder, nee, er hat einen Lösungsweg angesprochen, aber es gibt keine Endlösung. Was wolltest du denn jetzt sagen? Wo die Leute ihm noch hinterherrennen, so, was wolltest du denn sagen? Und die eine die ganze Zeit, sag es nur mir. Mhm. So, also das... So, da geht es in der Situation gar nicht darum, dass er die Welt retten will, sondern um einen einzigen Punkt. Ein Punkt, den er nicht ausgesprochen hat, weil er eben nicht die Antwort hat. Und alle rennen ihm hinterher und wollen unbedingt wissen, was er nicht gesagt hat. Also ist die Volksfront von Judäa vielleicht sowas wie heute die Querdenkerbewegung? Ja, ich bin da jetzt eher bei diesen Leuten mit den Schuhen und den Flaschen, die das halt sagen, so sag es nur mir, sag die Antwort nur mir. Bei der Volksfront von Judäa bin ich... Ob das so eine Querdenkerbewegung ist, weiß ich gar nicht. Weißt du, bei den Volksfront... Naja, die Heresie. Die Heresie ist ja auch, wenn ihr euch das mal anguckt, auch ein Mittel, dem sich, und das steht auch in den offiziellen Artikeln und Definitionen halt drin, dem sich auch Querdenker, sogenannte Querdenker halt auch bedienen, dass etwas Gesetztes halt kritisiert wird. Genau. Ja, etwas bis dahin Gelehrtes, Geglaubtes halt kritisiert wird. Und da würde ich schon so weit gehen. Was ja per se erstmal nicht falsch ist. Ganz genau, was ja so weit erstmal nicht falsch ist. Aber das wird halt in unserer jetzigen Zeit, wird das halt so absurdum geführt. Weißt du, was ich meine? Ja, Meckern des Meckerns wegen. Ja, nicht nur des Meckerns wegen, aber aufgrund von... Das vereinfacht das Thema schon auf fast perverse Art und Weise. Ja, okay, das ist... Also über die Querdenkerbewegung und aber über aus, unsere aus Welt... Aber aus Angst heraus, nicht weil Leute plötzlich also, irgendwelche Informationen von jemandem haben, die sie halt einfach verbreiten, sondern Informationen, die sie sich selber beschaffen. Und im Prinzip sehe ich bei den Querdenkern haufenweise, sorry, aber kleine Messiasse, die jeder ihren eigenen Bullshit in die Welt halt brüllen. Na klar, Alter. Ja, aber das ist ja das, was wir bei Das Leben des Brian sehen. Ja.
So, jeder glaubt jetzt an die Meinung gebracht zu haben. Die Flasche hochhält. Das ist die heilige Flasche. Der Typ, diese Sandale ist ein Zeichen. Nein, wir müssen diese Schuhe sammeln. Das ist das, was er wollte. Mhm. So, dann weiß ich, jeder, also auf der einen Seite hast du natürlich diese diesen Konfessionswahnsinn, ne, dass jeder jetzt glaubt, den Glauben, den wir alle irgendwie gleich haben, aber er hat ihn richtig verstanden. Mhm. Was ja total, total bescheuert ist. Sorry, aber das ist einfach bescheuert. Und gleichzeitig hast du aber auch so Leute, die in den kleinsten Sachen die große Wahrheit sehen. Und das stimmt jetzt. Und es ist unumstößig. Und wir töten den Typen, der sagt, es stimmt nicht. Naja, weißt du, der Typ, der die Sandale von Brian auf dem Weg findet und daraus eine Konfession bastelt, vielleicht ist das heute der Typ, der nachts auf YouTube dieses eine Video über die Kornkreise in den USA findet und sagt, die Aliens waren hier. Ja. Bei uns in Texas. Oder diesen Reddit-Eintrag von einem Typen namens Q. Ja. Ja. South Park hat das jetzt auch in seinem Vaccination-Special, kann ich übrigens nur empfehlen, guckt es euch mal an, hat das halt auch aufgegriffen, weil dann auch der Messias oder wie es dann heißt, der Auserwählte, Mr. Garrison wieder nach South Park halt kommt und die ganzen Q-Leute natürlich zu Mr. Garrison permanent in der Öffentlichkeit gehen und ihn fragen, wie geht's jetzt weiter? Was sollen wir tun? Und er ihnen buchstäblich sagt so, nehmt mein Ding in euer Mund und fickt euch. So, das macht ihr jetzt. Und sie anfangen das auseinanderzunehmen. Was wollte er ihnen damit sagen? Und da aufgrund dessen ihren nächsten Schritt planen, obwohl sie selber sagen so, das ist vollkommen klar, bis hierhin. Nur die letzten zwei Buchstaben. Wir wissen nicht, was das heißt. Und irgendwann was ganz Krudes aus dem Lateinischen dann rausholt, was dann heißt, geht und oder begeht diese Handlung. Irgendwie so heißt es dann. Ich habe es im Original gehört, ich übersetze das gerade ganz frei. Und sie aufgrund dessen dann halt anfangen, nämlich als Privatlehrer die Kinder der Nichtgläubigen zu unterrichten. Oh über QAnon. Auch im Deutschland der 30er Jahre, um auch endlich mal wieder über die Nazis zu sprechen. So endlich mal wieder, Mensch, ich hab's schon vermisst. Aber wir haben bei den Kakis tatsächlich wenig über die Nazis gesprochen. Früher haben wir häufiger über die Nazis gesprochen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ja. So, also früher heißt vor anderthalb Jahren. Und so, wenn Hitler der neue hippe, sexy Politiker, Gott, also Hitler, der 1933 als der neue sexy Heilsbringer aufkam, der beliebteste Junggesellen des Deutschen Reiches damals, der neu am Start war und da mal aufgeräumt hat, da oben im Reichstag bei den feinen Herren. Ja. Der sagt die Wahrheit. Also wenn du einen durchschnittlichen deutschen NSDAP-Anhänger aus dem Jahre 1933 interviewt hättest, dann hätte der den bestehenden Reichstag als die Volksfront von Judäa angesehen, so die Überintellektuellen, die nur reden und keine Lösungen haben und die nur schwafeln. Und der hätte dann Hitler als Brian gesehen. So, der Typ, der jetzt endlich mal kommt und was macht und eine Lösung hat. Also Brian hat ja in dem Film keine Lösung, aber die Leute wollen glauben. Die Leute wollen glauben, dass Brian eine Lösung hat. Und wenn der Führer bei seinem Spaziergang einen Schuh verloren hätte, dann hätten die Leute den auch genommen. Ich muss eine ganz kurze Story aus meinem Privatleben erzählen. Und zwar, ich komme aus Kieselbronn ja, in der Nähe von Pforzheim, und da gibt es ein Nachbardorf Niefern. Und Adolf Hitler war in den 30ern mal in Niefern zu Gast. Ich weiß nicht mehr wieso. Das war einfach nur irgend so ein, ich nehme mal ein Bad in der Masse-Ding, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob da irgendein Grund war. Und die Story erzählen sich die Leute noch heute. Wir haben in der Schule Fotos gesehen davon, wie Hitler in Niefern unterwegs war. Natürlich mit dem Wissen von heute, dass das ein fieser Diktator war. Aber trotzdem haben wir uns diese Fotos angeguckt. Ist das nicht irre? Hitler war in Niefern. Wow, Hitler ist da durch Niefern gelaufen, hat den Leuten die Hände gegeben. So. Da schwingt halt immer eine gewisse Begeisterung mit. Ja, ne? Das war ein Messias für die Leute. Genau wie Brian hatte auch er keine gescheite Lösung. Aber die Leute haben trotzdem seine Sandale angebetet. Sie wollten an ihn glauben. Oder wie bei der Tatortreiniger, dass der Typ da die angeblich die Kacke vom Führer da drin hat. Ja. Das ist ja im Prinzip das mit der Flasche. Folget der heiligen Flasche, so ein Scheiß. Aber das ist vor allem diese Nummer mit Folget der heiligen Flasche und dieser Sandale und so, das ist ja im Prinzip, also vielleicht überinterpretieren wir jetzt auch, aber ich glaube, das kann man bei dem Film gar nicht. Ist das halt voll der Hint gegen diesen merkwürdigen
also wie ich bis heute finde, völlig merkwürdigen Reliktkult im Katholizismus. So dass du wirklich halt die Scheiße vom heiligen XY irgendwo in der Kirche ausstellst. Oder hier unter dem Altar liegen die Gebeine von was weiß ich wem, der vor 1000 Jahren irgendwann mal gesagt hat, ey, Jesus, geil. Oder das Grab, heilig. Oder das Grabtuch von Turin, wo angeblich Jesus mal reingeseiert hat. Ja, ja, als er. Da hat er sein Gesicht gewaschen, als er am Kreuz. Als er zum Kreuz gelaufen ist, glaube ich. Aber weißt du so. Was? So, das Grabtuch, das ist von, aus seinem Grab, Mann. Da hat er nicht sein Gesicht mit gewaschen. Nee, darin stimmt, ist er quasi draufgelegt worden. Ja, Grabtuch, damit hat er sein Gesicht gewaschen. Nee, aber es gibt. Mann, es gibt mein Grabtuch es wird an meinem Arsch liegen, ey. Ja, du hast recht. Es gibt auch irgendwo so ein Ding, wo er sein Gesicht mal mit gewaschen hat. Also während dieses Kreuzungsdings. Ja. Fantastisches Halbwissen. Genau, ja. Oder auch so. Was liegt noch mal im Kölner Dom? Da liegt auch von irgendwem liegen da die Gebeine rum. Was weiß ich, so in jeder größeren Kirche liegen irgendwelche Gebeine von irgendwem. Ja. Oder dann denkst du, Alter, die bringen Wunder. So irgend so ein Zahn. Nicht so, Folge der heiligen Flasche. Was, so, ne? Was seid ihr denn für eine Kirche? Habt ihr nicht mal eine Leiche am Start? Ja, genau, ja. Also wirklich, ne? Ich glaube an nichts. Also gerade im Mittelalter ist das echt ein Riesenthema gewesen. Du brauchtest irgendein Relikt. Ich glaube an keine Religion, die keine heilige Granate hat. Worms ist meine Religion, Alter. Ja, Mann. Ey, in Kevela, wir haben ja auch so ein, also Kevela ist ja so ein Wallfahrtsort. Und da gibt es unter anderem so ein kleines Marienbildnis, was da so mega angebetet wird in so einer mega schönen kleinen Kapelle. Viel zu teuer, das Ding. Das verkaufen, Probleme lösen, aber das will ja keiner. Das Ding besteht nur aus Gold, dieses Teil. Ja. Und da ist halt so ein winzig kleiner, die Kopie eines, wie heißt das, eines Holzdrucks ist da drin. Das hat Marienbild, das macht Wunder. Ja, oder so Leute, die halt einen Toast. Und da Millionen von Menschen pilgern zu diesem blöden Bild. Oder so Leute, die 1,4 Millionen im Jahr. So Leute, die einen Fettfleck oder einen Toast finden mit der Form von Maria. War das nicht sogar Al Bundy, der einen Toast mit den Umrissen von Elvis hatte? Ja, ja, ja. Ich glaube, es war El Bandi. Der in seinem verbrannten Toast ein Bild von Jesus oder Maria, ich weiß es nicht mehr, auch hatte und bei eBay für irgendwie mehrere hunderttausende Euros da irgendwie verkauft hat oder Dollar. So was für die. Also, wahnsinnig. Aber genau diese ganze Thematik. Ja, darüber machen sie sich ja lustig. Ich finde es so witzig. Ich finde es so geil, weil immer ganz. Lebendes Brian wird ja von Monty Python, wird ja tatsächlich auch bezeichnet als: Das ist ihr erwachsenster Film. Ja. Ne? Obwohl ich selber da sitze und mir fast einscheiße vor Lachen, ist das, muss ich auch wirklich sagen, das ist einer der erwachsensten Filme von denen. Weil, das ist generell sehr erwachsener Film. Ja, weil er sehr, sehr kritisch ist, sehr, sehr gut gemacht ist und sehr, sehr durchdachten Humor halt auch hat und überhaupt. Und solche Sachen zeichnen sich auch wieder, South Park beispielsweise, diese ganze Nummer rund um Reliquien und Co. Tobi, du kennst die Folge sicherlich auch, oder South Park hat das auch mal mit aufgegriffen, als, ich glaube, die Statue der Jungfrau Maria anfängt zu bluten. Ja. Aus dem Schritt. Ja. Und die dann sagen so, warum hat die Statue ihre Periode, und sich dann der Klerus das angucken, der Papst dann kriegt und voll so einen Schwall ins Gesicht bekommt und meint, das Blut kommt nicht aus ihrer Mumu, sondern kommt nicht aus ihrem Arschloch, sondern aus ihrer Mumu, und dass Frauen aus der Mumu bluten, ist kein Wunder. Ja, der erste Monty Python Film, Die wunderbare Welt der Schwerkraft, war im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von Sketche. Der zweite, Die Ritter der Kokosnuss, der war eine durchgehende Story, aber der war halt komplett Gaga. Ich liebe die Ritter der Kokosnuss, aber der ist komplett Gaga. Ja. Da gibt's keine Gesellschaftskritik, die man rauslesen kann. Der ist einfach nur komplett random und sick. Und der letzte Film, Der Sinn des Lebens, war ja auch wieder eine Aneinanderreihung von Sketchen, die zwar in sich teilweise sehr satirisch und gesellschaftskritisch auf eine beißende Art sind, aber Life of Brian war halt das Beste aus beiden Welten so. Das war eine zusammengehaltene Handlung, das war eine fortgeführte Handlung, eine Story, die sehr gesellschaftskritisch war und die man auf sehr viele Dinge übertragen kann. Ich weiß nicht, ob der, also es gibt viele Komödien, finde ich, die aktueller sind heute. Also ich weiß nicht, ob man in Life of Brian jetzt so einen krassen Aktualitätsanspruch rein interpretieren muss. Ja, Fred empfiehlt eher Da Vinci Code und so eine Sache. Aber, nee, Mann. Aber es gibt schon ein paar Sachen bei Life of Brian, die man, wenn man möchte, noch auf heute beziehen kann. Aber mir fallen jetzt auch spontan keine weiteren ein, ehrlich gesagt. Naja, also wir haben das, was wir am Anfang schon hatten, diese Gender-Debatte. Mhm. Also die Akzeptanz von Trans-Menschen findet ja statt, tatsächlich, in dieser bescheuerten VVJ.
findet diese Nummer statt. Da frage ich mich auch, ob wir da nicht ein bisschen viel in den Film reininterpretieren, aber ja, die sagen ja, das doch sogar. Das habe ich mir halt auch mal gedacht, weil ich glaube ja immer, weißt also du, ich meine, es wird ja gesagt, ich will eine Frau sein, die sind anfangs dagegen, nachher sind sie nicht mehr dagegen und akzeptieren vollkommen, dass der Typ jetzt eine Frau ist. Ja. Finde ich ein aktuelles Thema, da gehen andere Filme sehr viel, ich habe jetzt Flut der Karibik letztens noch geguckt, als hier im zweiten Teil Elizabeth Swann sagt, ich bin auf der Suche nach dem Mann, den ich liebe, guckt Johnny Depp in die Kamera so, oh mein Gott, der ist eklig, schmeiß den raus. So, das ist deutlich weniger sinnvoll stimmt, um dieses Thema als das, was Monty Python in den 70ern gemacht hat. Mhm. Und da reden wir ja nicht über Homosexuelle, sondern um, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber einen Schritt weiter, nämlich sein Geschlecht tatsächlich zu ändern. Stimmt, also dass Loretta dann am Ende ihren Willen bekommt. Oder und zwar ohne weitere Diskussion. Ohne weitere Diskussion ist für die damalige, also ob die es so gemeint haben oder nicht, oder ob es für sie nur ein billiger Gag war, dass der Typ jetzt Loretta ist, aber ist egal, wissen wir nicht, genau. Aber es ist tatsächlich mega progressiv für späte 70er. Und vor allem, dass es nachher nicht mehr thematisiert wird, finde ich super spannend. Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, es ist ja, ja, du sagst es ja auch, der vollkommene Triumph dahingehend dann. Was ich nur auch interessant finde, ist, weil, weißt du, ich denke mir immer, wenn man sich so die Geschichte anguckt, weißt du, früher haben die Leute für Religionsfreiheit gekämpft, dann für Ende der Apartheid, dann für freie Liebe und solche Sachen. Und heute kämpfen meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist nur meine Meinung jetzt, so empfinde ich es, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht oder lasst mich eure Meinung wissen. Als Maul und Sack. Ja, sie kämpfen, Menschen kämpfen heute auf die Freiheit zu hassen. Dass sie einfach bedingungslos halt auch hassen können. Und das ist das, was die Volksfront von Judäa für mich da zeigt. Keine Lösungsansätze zu haben, wie es besser geht, aber einfach nur das System oder das Beständige hassen zu können. Selbst wenn es sowas, wie sie sagen, Krankenkassen, Versorgung, Straßen, Bildung und Frieden gebracht hat, haben die Leute trotzdem etwas dagegen. Und die Volksfront von Judäa in dem Film scheitert dann final ja daran. Oder eigentlich haben sie ja Brian dann am Ende, wodurch sie dann ja weitergehen können. Moralisch können, weil sie haben ja dann, genau, aber sie haben ja dann ihren Märtyrer, auf dem sie dann aufbauen. Deswegen sie sich auch dazu entscheiden, Brian nicht zu retten. Heute haben wir Leute halt irgendwie da. Weißt du, heute gibt es solche Sachen wie Cancel Culture. Und andere Bewegungen halt auch, die sich darauf berufen, dass es jetzt, wie gesagt, das ist nur meine Ansicht, die sich darauf berufen, dass es jetzt dass sie jetzt an der Reihe sind, andere zu unterdrücken, beispielsweise. Wo ich auch selber mich hinstelle und sage, das kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, zu sagen, von einem Problem, was es schon seit Jahren gibt, ne, wieder Brian, die Väter, unserer Väter, unserer Väter, unserer Väter, und dann zu sagen, so, ich setze mich jetzt dafür ein, nur damit ich dasselbe auch machen darf. Also, dass, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wurde, ich im Gegenzug auch weiterhin Unrecht tun darf. Das bringt uns nicht voran. Und dahingehend finde ich den Film halt sehr, sehr clever, weil das ist was, was aktueller denn je ist. Die Menschen kämpfen dafür, akzeptiert zu werden für ihren Hass. Super weird, ja. Zu sagen, ich hasse etwas, das ist irrational. Normalerweise würden Leute zu dir sagen, hör mal, und so und so und so, und versuchen dir das zu erklären und dich vielleicht auch noch vom Gegenteil zu überzeugen. Aber dass heute sich Leute hinstellen und sagen, ja, ich glaube das aber, akzeptiert das. Und du da stehst so, sorry, nee. Und dafür treten Leute heutzutage ein. Und das macht der Film, zeigt das halt auch. Also da bleibt es halt offen, ob die Leute das schaffen oder nicht. Aber was anderes macht die Volksfront von Judäa auch nicht. Stimmt. Ja. Meckern ist Meckerns wegen. Mhm. Ja. Na gut. Ach, Riesenthema, ey. Ja, Leben des Brian ist wirklich eine kleine Metabombe. Und wer jetzt auch dachte, wir nehmen jetzt hier Monty Python irgendwie auseinander. Ey, so. Guckt es euch einfach mal an. Ohne Witz, ich kann Leben des Brian, nachdem ich ihn heute nochmal gesehen habe, mit Tobi zusammen, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Mhm. Schaut ihn euch mal an, wirklich. Ja, vor allem nochmal. Ja, bildet euch selber eure Meinung. Der Film, weißt du, ganz ehrlich, also das ist alles gut und hat auch Hand und Fuß, was ihr sagt, so, aber man muss in den Film jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ich finde den einfach geil, ich liebe den über alles. Das ist der geilste Monty Python-Film, der ist einfach saugeil, der stimmt einfach, der macht einfach mega viel Bock. Die Sketche sind wirklich ein Stück Filmgeschichte, das ist wirklich Kultur. Wenn in 200 Jahren die Menschen sich auf der Marskolonie treffen, werden sie wahrscheinlich noch irgendwelche Das Leben des Brian-Zitate droppen in einer ruhigen Stunde bei einem Bier. Der Film ist einfach ein Stück fucking Geschichte. Ja, das ist echt irre. Was war das hier? Moin Heiland? Moin Heiland. Aber irgendwer Moin wird Heiland. Auch auf der Marsstation früher oder später mal sagen, werf den Purchen zu Boden! Schwanzus Longus. Geraucht oder auch. Ja, oh, ey, ja, Mann, ey.
Ihm werden Verbrechen kriegt die Menschheit vorgeworfen. Ja, ja, geraucht hat er auch. Fantastisch, Leute. Hundertprozentig gerade falsch zitiert, aber ich habe mich weggeschmissen bei dem ja, geraucht hat er auch. Weil er ja offensichtlich nicht verstanden hat, ne? Ja, ja, ja. Der Pilatus guckt ihn ja auch völlig irritiert an, Alter, davon habe ich nicht gesprochen. Ich respektiere auch jeden Religionslehrer, der seinen Schülern diesen Film zeigt, ohne Scheiß. Hatten wir damals auch. Ihr hattet einen Religionslehrer, der den gezeigt hat, ja, finde ich super. Ich wollte damals meine Facharbeit über den Film schreiben und der meinte, so viel Zeit hast du in der Facharbeit nicht. Ja. Fand ich geil. Voll geil, ja. Witzig. Na gut. Wir haben Leben des Brian damals im Politikunterricht gesehen. Mega. Also, liebe Lehrer, zeigt diesen Film euren Schülern. Ich finde diese Kontroverse, die ist vollkommen albern so, weil, wie ich schon gesagt habe, da gibt es so viel schlimmere und beißendere Filme und auch härtere Filme. Der Film ist eine total sausofte Familienkomödie, eigentlich. Also makaber wird das Ganze erst, wenn man einen fundamentalistischen, vielleicht sogar extremistischen Glauben an etwas hat. Mhm. Ich behaupte, jeder Christ, der auch nur halbwegs entspannt ist und mit sich selbst und seinem Glauben im Reinen ist, kann diesen Film genießen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Film uns eindeutig zeigt, dass das nicht Jesus ist, genau, ja, sondern der unautorisierte Klon von Jesus. Brian, ja, ist nicht Jesus. So. Das ist nicht so sein Bruder, so Craig Christ, weißt du? Ja. Das ist halt einfach Brian. Ja, aber das ist, ich finde das, ich kann nicht oft genug betonen, wie faszinierend ich das finde. Das ist mir als Kind nie aufgefallen, logischerweise, dass der sich ganz klar und ganz offensichtlich von Jesus distanziert. Und zwar nicht im Sinne von, wir wollen mit dem nichts zu tun haben, sondern wir sprechen nicht über ihn. Ihn zeigen wir sogar als der heilige Typ, den ihr sehen wollt. Also wir reden über einen anderen Typen. Brian von Nazareth. Also der Film zeigt ja sogar Jesus kurz, damit auch für den letzten Dummi klar ist, Brian ist nicht gleich Jesus. Und Jesus sagt coole Dinge, Brian sagt gar nichts. Ja. Also ob das dann wahr ist, ist eine andere Frage, aber das ist das, was der Film erstmal zeigt. Ja. Also in 2 Wochen dann im Kack- und Sachgeschichten der Religionspodcast The Big Lebowski, The Dude ist dran. Der nächste Messias. Der nächste Messias. Ja, schauen wir mal, Leute. Ja, Leute, eher eine kurze Folge heute, das sei uns auch mal gegönnt. Über Monty Python kann man bestimmt das ein oder andere nochmal schwadronieren. Das Leben des Brian ist auf jeden Fall ein fantastischer Film, den ihr mit euren Kindern mal gucken solltet. Keine Panik. Monty Python, also, das machen wir noch mal. Aber jetzt erstmal einfach nur für alle, die es vielleicht schon kennen, einmal erinnert euch mal an Leben des Brian. Für alle, die es noch nicht kennen, schaut mal das Leben des Brian. Ja, Mann. Und wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, unser kleines Oster-Double-Feature. Im Premium-Kanal haben wir eine Folge von unserem Format Holy Shit veröffentlicht, wo wir so tun, als wäre ein Bibelkapitel ein Film. Da sprechen wir über eine der fiesesten und dreckigsten und sexuellsten Stories vielleicht der Bibel. Sodom und Gomorra. Ja. Den Premium-Kanal könnt ihr hören, wenn ihr uns beim Crowdfunding-Dienst Steady mit monatlich mindestens 3 € unterstützt. Dann kriegt ihr da einen Link, den kopiert ihr in die Smartphone-Podcast-App, die ihr benutzt, rein und könnt dann unseren Premium-Kanal hören. Geht mal auf unsere Website kack und sagt, da ist das alles auch in ein paar wenigen Schritten erklärt. Ist super einfach. Da haben wir jetzt vor ein paar Tagen auch eine neue Folge unseres Quizformats Stuhlprobe veröffentlicht. Die 2. Staffel hat begonnen zum Thema Käse und Wikinger. Ja, Mann. Ja. Yeah. Richtig schön Stinkelkäse. Und damit kommen wir zum Hörerfeedback. Richard hat vor ein paar Tagen angefangen, Gitarre zu lernen und guckt jetzt immer so ganz genau auf meine, meine Ukulelengriffe. Ah, du hast es gesehen. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich dachte mir, ich nutze jetzt nach einem Jahr Pandemie, weil ich war ja jemand, der sich lange dagegen gesträubt hat, nutze ich das jetzt sinnvoll. Gegen die Pandemie hast du dich gesträubt? Nee, ich habe mich dagegen gesträubt, was Neues halt zu machen, weil ich mir dachte so, nee, ich will jetzt nicht mich an was Neues gewöhnen, wenn nächste Woche im Prinzip wieder alles gut ist, was Quatsch ist, ja. Aber ich bin jemand, der selber auf die Herdplatte fassen muss, um zu wissen, dass er heiß ist. Ja. Ich lerne gerade Gitarre. Ich bin ganz blutiger Anfänger. Geil. Tobi, hast du irgendwas Neues in der Pandemie gemacht oder angefangen? Wahlheim, geil. Das war ja auch, Alter. Ich habe wieder angefangen, Modell zu bauen, so kleine Revell-Flugzeuge und Panzer, die ich jetzt richtig professionell bemale und so. Und das lerne ich gerade, wie das gut geht. Und zurück zum Hörerfeedback.
Wir haben in unserer letzten Folge, wo wir über iRobot und KI-Ethik und das Abschießen von Flugzeugen gesprochen haben, leider einen groben Schnitzer gemacht. Da haben wir im Nebensatz gemeint, dass am 11. September die US Air Force eines der Flugzeuge abgeschossen hätte. Damit haben, Paul schreibt, uiuiui, nein. Zwei sind ins World Trade Center geflogen, eins ins Pentagon und eins haben revoltierende Passagiere in den Absturz getrieben. Ah. Meines Wissens nach ist noch nie ein Passagierjet mit dem finalen Rettungsschuss ins Jenseits befördert worden. Natürlich habt ihr keinen Bildungsauftrag und seid Entertainment, aber bei der Hälfte der Zuhörer hat sich das sicherlich jetzt falsch eingebrannt. Beste Grüße aus Bonn, Paul. Ja, das haben wir im Nebensatz einfach kurz falsch dahergelabert. Es wurde kein Flugzeug abgeschossen. Damit haben wir einen Verschwörungsmythos leider befüttert. Ja. Oh, ja. Hört euch dazu im Premium-Kanal unsere Skepsis-Folge über 9-11 an. Genau. Aus diesem Grund nochmal ganz kurz am Rande, genau aus diesem Grund seid ihr die beste Community. Weil ihr sowas sofort aufdeckt. Ja. Der Zerschmitterer schreibt, hallo liebe Kackis. Beim Hören der neuesten Folge iClobot habe ich mir Gedanken über das erste Asimovsche Robotergesetz Gedanken gemacht. Und kam auf den Punkt, da Roboter ja nicht wissentlich einen Menschen sterben lassen dürfen, alle Maschinen, wenn zum Beispiel irgendwo ein Krieg herrscht, eigentlich dorthin gehen müssten, um die Opfer zu schützen oder drauf und dran wären, eine Heilung für Krebs zu finden. Wäre interessant, wenn ihr diesen Punkt mal ansprechen könntet. Viele Grüße, euer Zerschmetterer. Warte, das muss ich jetzt mal fassen. Kannst du es nochmal ganz kurz? Also es gibt ja, das erste Robotergesetz lautet, ein Roboter darf keinen Menschen zu Schaden kommen lassen, so weder aktiv noch passiv. Also ein Roboter darf auch nicht zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Und das ist ja ein Gesetz, das nicht nur Farb, sondern auch wir in unserer Folge auch kontrovers diskutiert haben. Was der Zerschmetterer meint, wenn dieses Gesetz wirklich ernst genommen wird von den Robots, müsste ein Kaffeekochroboter, wenn er im Fernsehen davon liest, dass gerade im Kosovo Krieg ist, müsste der dahin. Eigentlich dahin und den Menschen dort helfen. Das stimmt. Oder wenn ein Kloputzroboter im Radio davon hört, dass gerade in China eine Corona-Pandemie am Start ist, müsste der eigentlich sofort dahin und den Leuten helfen und seinen Job vernachlässigen. Finde ich, also das ist jetzt schon, stimmt. Das ist jetzt schon eine extreme Fantasie, aber die finde ich mega spannend. Ich finde die gar nicht so extrem, weil das sehr alltäglich ist. Also ich meine, wenn man sich so Dreckszeitschriften wie die Bild oder so, die ja omnipräsent ist mit ihren bescheuerten Überschriften, und ein Roboter liest das, checkt das im Internet nach, stellt fest, fuck, da ist irgendwo irgendwas, dann müsste der eigentlich dahin. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Jetzt stell dir mal vor, ein Roboter liest in der Bild-Zeitung, die Schlagzeile gab es wirklich vor ein paar Tagen, Corona-Explosion nach Ostern, Fragezeichen. So, was macht der Robot dann? Er gibt sein Bestes, um Menschen in seiner Umgebung voneinander fernzuhalten. Okay, ja. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ja, dieses Gesetz, dass ein Roboter nicht durch Nicht-Einmischung zulassen darf, dass Menschen Schaden zufügt, das macht ein riesengroßes Feld von abgefahrenen Sachen auf. Ja, das ist echt wahr. Allein schon theoretisch müsste jeder Roboter zu jeder Zeit jedem Raucher die Kippe aus der Hand hauen. Ja, richtig. Das ist die Frage. Richtig. Roboter oder künstliche Intelligenz? Oder jedes Bier oder jedes Auto zerstören, richtig. Und so weiter. Richtig. Jetzt habe ich gerade. Roboterfabrik zerstören. Dann haben wir wieder dieses Prinzip Überleben, also Existenz sichern durch Überleben. Darum geht es dem Roboter ja nicht. Genau. Ja, aber der Roboter befolgt nur die Gesetze, die wir im Einprogrammieren. Ja, ganz genau. Wenn er uns dann jede Zigarette aus der Hand schlagen würde und jedes Auto halt irgendwie stoppen würde und was auch immer, also alles, was im Prinzip eigentlich so uns schadet. Ich finde es schwierig. Ich hab neulich ein sehr interessantes Video gesehen über, da wurde bei Age of Ultron
Der zweite Avengers-Film, wurde Ultron analysiert. Und zwar, wie er zu seiner Doktrin quasi kommt. Das fand ich ganz interessant, weil die halt auch gezeigt haben, so, er als künstliche Intelligenz, die auf Frieden gepolt ist, anfangs ja, klingt sich ins Internet ein, sieht Bilder vom Frieden und sieht Bilder vom Krieg und sieht das Peace-Zeichen und versteht aber auch, dass das Zeichen V gleichzeitig auch für Victory halt irgendwie steht, ne? Und schlussfolgert daraus, dass der Mensch immer wieder halt zu Krieg neigt, weswegen Frieden nur durch Sieg über andere halt erfolgen kann. Ja, und entschließt ja deswegen, die Menschheit so weit auch, genau wie Thanos dann später, so weit zu reduzieren, dass sie im Prinzip mit sich selber im Einklang sind oder ihnen wenigstens ein Feindbild zu geben, sodass sie geeint sind. Ich muss die Menschen beherrschen, damit sie in Frieden leben können. Ja, ganz genau. Und da ist für mich halt die Frage, Roboter oder künstliche Intelligenz? Also wenn es halt ganz so plump halt einfach nur ist, weil im Prinzip, ey, wenn ich einer rauche und der Roboter schlägt mir was aus der Hand, da wird ja meine Lebensqualität, ja, ich weiß, das ist ein Streitpunkt, aber für mich persönlich ist es, weil ich bin Genussraucher, wird ja meine Lebensqualität... Da gibt es keine Diskussion, Richard. Ja, es gibt keine Diskussion, deine Lebensqualität wird dadurch verbessert. Ende der Diskussion. Nein, sie wird auch eingeschränkt. Alter, was warst du für ein Pimmel, als du dir das Rauchen jetzt abgewöhnt hast? Ja, ich weiß, nein, so, ne? das ist ja das, was ich meine. Wenn es nach mir geht, als du dir das Rauchen abgewöhnt hast und so ein Arsch war, wenn ich einen Roboter gehabt hätte, dann wäre der sofort zu dir gegangen, weil mein Leben dadurch gefährdet war, offensichtlich. Und hätte dir das Genick gebrochen, Alter. Der Roboter weiß, Rauchen schadet. Der Roboter sieht Richard, wie er raucht. Der Roboter schlussfolgert, ich muss Richard die Zigarette wegnehmen. Genau. Ja, Kacken schadet mir auch, wenn mir jetzt irgendwo eine Ader platzt. Heißt das, dass er mir einen Finger in den Arsch steckt und mir das rauskühlt? Nee, da das vergleichst du Äpfel mit Birnen. Das ist, nee, da, wieso? Geht, doch, wieso? Nein, da vergleichst du Äpfel voll mit Birnen. Nicht. Ich meine, dass der beim Kacken eine Ader platzen kann, das ist so, das eine. Richard, du willst nicht ernsthaft den Schaden, den dir Nikotin und Rauchen zufügt, vergleichen mit der 0,0001%igen Chance, den ein normaler Körpermechanismus dir möglicherweise geben kann. Fick dich, Alter. Ja, okay, fick gut. Dich. Ja, okay. Also das ist wirklich okay. Das sehr, sehr weit her. Okay. Also ich meine, was ist Zigaretten? Geschenkt, Alter. Ja, da hast du recht. Also Zigaretten und Bier oder generell Genussmittel, die Giftstoffe enthalten. Und ja. Was ist mit Sitzen? Sitzen ist das neue. Sitzen ist schlecht für ja, uns. Ja, da stimme ich dir zu. Absolut. Da stimme ich dir zu. Genau. Ja. Du setzt dich hin, der Robot hat gelesen, berechtigterweise. Sitzen schadet. Der Robot kommt her und kickt dir den Stuhl weg. Ja. 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 Es sei denn, du fällst dann um, weil damit würde der Schaden und zufügen. Das ist ja, und schon platzt dein Schädel nämlich. Ja, im Prinzip alles, was er nämlich macht, ist scheiße für dich. Also der Zerschmetterer spielt uns damit ja im Prinzip in die Karten. Das ist ja eine mega spannende Diskussion, die wir in zwei, jetzt in drei Kack- und Sachfolgen schon geführt haben. Generell, was ist mit Atmen? Sauerstoff ist ein Gift. Das wirkt nur 80 Jahre, bis es dich zersetzt hat. Sauerstoff ist im Prinzip Oxidation. Sauerstoff ist im Prinzip ein Gift. Ja, das kann man so interpretieren. Die Passivitätsklausel in der ersten Roboterregel ist purer Wahnsinn. Die ist ja, purer Wahnsinn. Also die im ersten Moment, und wenn man das Kindern zeigt, wirkt die plausibel, aber die ist purer Wahn. Ja. Oh, der Zersetzer macht genau das, was er tut. Er zersetzt uns. Der Zerstörer, Zerschmetterer. Gut, eine Zuschrift habe ich noch vom Jens. Geile Zuschrift, Alter. Mal hallo, ihr Kackis. Ich höre euch jetzt seit einem Jahr und muss sagen, Respekt für eure Arbeit. Vor allem aber muss ich euch für eure Stimmen loben. Mhm. Die sind wirklich sehr angenehm zu hören und machen Bock auf mehr. Vielen Dank. Das freut mich zu hören. Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Ich warte schon die ganze Zeit auf die zweite Folge der Deutschland-Nummer, also die deutsche Filmgeschichte. Die fand ich mega interessant und spannend. Falls ich da eine Info überhört haben sollte, vergesst die Frage. Das ist ein. Ist ja der Begriff Salz in Wunde geläufig? Wir würden ja gerne mit Dark aufnehmen, können es aber nicht. Jetzt hatten wir gerade, ich plaudere das jetzt mal raus, wir hatten uns gerade einen Termin mit Dark überlegt, wann wir das nächste Mal machen können. Der wäre auch sehr zeitnah jetzt gewesen. Im April, ja. Genau, also Mitte April. Nur vollkommen überraschend sind wir jetzt in der dritten Welle, damit hatte ja keiner gerechnet. Jetzt dürfen wir es halt doch wieder nicht. Also es hat leider Corona-Gründe, wieso wir die Nummer mit Dark vor uns herschieben. Und so. Wir wollen das halt auch nicht remote aufnehmen, weil das würde der Sache nicht ganz gerecht werden. Weil wenn wir Dark dann halt auch schon hier haben, wir lieben es, wenn wir ihn hier haben, dann wollen wir, weißt du, ich glaube, ihr versteht nicht, wie oft wir uns gegenseitig anfassen während der Aufnahme. Also rein gesetzlich dürften wir es eigentlich machen, weil wir ja eine kleine Firma sind offiziell und im betrieblichen Umfeld. Rein
rein legal dürften wir zu dritt jetzt mit Dark aufnehmen, aber wir sehen da uns auch ein bisschen in einer, ich sag mal, als Personen des öffentlichen Lebens in einer gewissen Verantwortung und wollen uns, solange die Nummer mit Corona jetzt nicht etwas besser läuft und gelockert wird, mit Gästen hier im Studio da sehr zurückhalten. Habt dafür bitte Verständnis. Die Nummer mit Dark, mit der zweiten Folge zur deutschen Filmgeschichte, wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall geliefert. Also man kann einfach sagen, wir fühlen uns damit nicht wohl. Ja, das ist es. Es ist aber wirklich Prio-Liste. Dag, wenn du das hörst, du stehst bei uns wirklich ganz, ganz oben auf der Prio-Liste. Ich denke, von den besoffenen Sprachnachrichten weiß er das. Ja, ja, auf jeden Fall. So, ja, stimmt. Oh. Und Jens, oh, ja. Jens hat noch einen. Dag ist dann auch immer so gemein, wenn wir den mal ganz arschbesoffen, meistens bin ich's dann, irgendwie eine Sprachnachricht senden, der dann so einen Tag oder zwei Tage später darauf antwortet: Na, ein zu viel, hä? Aber ich antworte trotzdem mal drauf, also. Jens schreibt uns dann in der zweiten Hälfte der Mail noch, und das ist eine mega spannende Frage. Ich habe noch eine Frage, die kam mir jetzt, als ich eure Jurassic Park-Folge gehört habe. Ihr hattet da angedeutet, dass Steven Spielberg während der Post-Production, also der Nachbearbeitung, mal eben Schindlers Liste gedreht hat. Wäre der Film Schindlers Liste ohne den historischen Hintergrund gut? Fragezeichen. Dass das ein überragender Film ist, braucht man nicht zu diskutieren. Aber es gibt ja eine Reihe von Geschichtsfilmen, die sehr, sehr gut sind. Aber haben die aufgrund der Geschichte einen Bonus oder könnten die auch schlecht sein? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. In dem Sinne, Hände weg vom Lümmel, auf ins Getümmel. Gruß, Jens. Finde ich eine super spannende Frage. Also gerade im Beispiel von Schindlers Liste kann man das, glaube ich, verhältnismäßig einfach beantworten. Punkt 1, ja, er hat natürlich einen Bonus, dass es auf einer wahren Geschichte basiert. Wenn man jetzt sagt, okay, man ersetzt Schindler durch eine erfundene Figur, hätte der Film immer noch den Bonus dazu, und das klingt super fies, aber ihr wisst, was ich meine, dass es den Holocaust so gegeben hat. Ne? Also wenn du im Holocaust spielst, selbst mit fiktiven Charakteren, ist das natürlich für die Rezeption erstmal ein Bonus. Schwieriger Satz, aber wir reden über Kunst. Wenn das jetzt eine völlig frei erfundene Geschichte wäre, sprich, diese Nazi-Nummer hätte es nicht gegeben. Und es hätte diesen Film trotzdem gegeben, über einen fiktiven Charakter namens Schindler, über die fiktive Nummer der KZs, über die fiktive Bla. Also das, was diese Spinner da draußen glauben. Ist das trotzdem ein verdammt guter Film aufgrund der Erzählweise, aufgrund der Darstellung, wie das alles dargestellt wird? Zum Vergleich, der hinkt vielleicht ein bisschen, aber District 9 spielt in einer fiktiven Ghetto-Geschichte, in einer fiktiven oder Ghettoisierung und ich sag mal Untermenschisierung, in dem Fall mit Aliens, und funktioniert trotzdem 1A. So, ob der Film jetzt mit Schindlers Liste vergleichbar ist, ist ein anderes Thema, aber so die Grundidee ist ja sehr ähnlich. Und also zumindest der Ausgrenzung. Und ich finde, daran sieht man das gerade an Science-Fiction-Filmen, dass das funktioniert. Mhm. Ob jetzt tatsächlich, jetzt im Beispiel Schindlers Liste, der Holocaust der Grund ist, dass der Film funktioniert, spielt, glaube ich, dahingehend keine Rolle, weil das etwas ist, das immer schon stattgefunden hat. Und man müsste also den Bogen spannen, dass man sagen würde, dass Genozid oder Ähnliches nie stattgefunden hätte der Menschheit, um das aus der Gleichung rauszunehmen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir nicht sagen, abgesehen davon, dass der technisch einwandfrei ist. Ja. Sowohl erzählerisch als auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes technisch. Also wenn du mal einen schlechten Historienfilm sehen willst, guck dir einfach mal Alexander an mit Colin Farrell. Oh ja, Scheiße. Aber also das mal davon weggelassen, weil die Entscheidung, die Schindler trifft während der Filme, wenn du das auf eine normale Figur überträgst, dann hast du trotzdem die Fallhöhe der Entscheidungen mit drin. Und der Film ist auch, ohne den Holocaust funktioniert er auch. Und ich weiß, das ist zum Beispiel auch ein Film, der auch im Zweiten Weltkrieg spielt. Guck dir mal mit Adrian Brody Der Pianist an. Der Pianist spielt zwar auch im Zweiten Weltkrieg, aber lässt diese ganze Zweite Weltkriegsproblematik eigentlich sehr, sehr fair außen vor, muss ich sagen. Da geht es sehr um die Figur. Adrian Brody hat nicht ohne Grund einen Oscar als beste Hauptdarsteller für diesen Film bekommen. Und zwar geht es um eine Figur, die in ihrer Grundfesten sich allem entledigen muss. Klar, der Katalysator ist der Krieg, aber die Entscheidung, die er trifft, und deswegen geht dieser Film auch sehr vielen Menschen sehr nahe, ist eine, die wir
alle nachvollziehen können. In irgendeinem Punkt unseres Lebens haben wir früher oder später irgendwann mal die Entscheidung getroffen, auch uns wirklich von allem oder vielen oder sogar komplett von allem, woran wir glauben und was uns irgendwie am Leben gehalten hat, in irgendeiner Art und Weise zu trennen und trotzdem weiterzumachen. Jedenfalls möchte ich das glauben, dass jeder Mensch das irgendwann mal irgendwie durchgemacht hat, in irgendeiner Art und Weise. Mir steht es nicht zu, da zu urteilen, ob das jetzt groß war oder nicht. Aber wie gesagt, die Fallhöhe der Entscheidungen der Figuren spielt auch ohne den historischen Hintergrund trotzdem eine Rolle. Genau. Weil ob wir das nun Zweiter Weltkrieg nennen, ob wir das Besetzung nennen, ob das auf C-Flur 9 stattfindet und es nicht dort der Holocaust ist, sondern, weiß nicht, die große Reinigung genannt wird und es sind Alienvölker, sind es trotzdem historische Codes, menschliche Codes, mit denen du dich auch selber und emotionale Codes, mit denen du dich selber identifizieren kannst auf eine gewisse Art und Weise und die dich trotzdem das mitfühlen lassen. All das unter der Prämisse, dass der Film anständig gemacht wurde. Ja. Ja, weil also die Frage vom Jens ist mega interessant. Es gibt wahnsinnig viele Gegenbeispiele. Es gibt unfassbar viele richtig beschissene Filme, die auf historischen Tatsachen basieren. Es gibt unfassbar beschissene Kackfilme, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Oder hier Alexander, was du angesprochen hast, Richard, oder was auch immer. Ich habe erst Troja. Pompeji. Das ist jetzt nur ein winziges Beispiel aus meiner eigenen anekdotischen Beweisführung. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich Der goldene Handschuh zum ersten Mal gesehen. Der auch auf einer historischen Tatsache beruht, nämlich auf einem faktischen Serienmörder, der in Hamburg sein Unwesen getrieben hat damals. Und das wusste ich vorher gar nicht. So, ich wusste von diesem historischen Hintergrund gar nicht. So, trotzdem hat mich der Film vollkommen gecatcht und ich fand ihn in seiner minimalistischen Ekelhaftigkeit total großartig. Und habe erst danach mich dann informiert über diesen historischen Hintergrund. Und trotzdem fand ich den Film klasse, obwohl ich das überhaupt gar nicht wusste. Also, ich würde mal sagen, mir ging es zum Beispiel so bei Wolf of Wall Street. Ich wusste nicht, dass Jordan Belfort existiert hat. Es kann sicherlich ein Bonus sein, wenn der Zuschauer weiß, das Ding basiert auf realen Tatsachen. Aber ein beschissener Film wird nie gut, nur weil er auf echten Dingen basiert. Ja. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite wird ein guter Film auch nie beschissen, nur weil er erfunden ist. Das ist wahr. So, und jetzt, da verwendet sich die Zeit. Ja. Da machen wir mal eine Folge drüber. Aber Schindlers Liste. Weil du kannst ja noch so weit gehen, dass du, Codes innerhalb von Filmen dahingehend analysierst, weil sie historisch gelernt sind. Und also, dann drehen wir völlig durch. Also, ich sag mal, so ein Film gewinnt nicht dadurch, weißt du, wir sind ja nicht bei Journalismus. Bei Journalismus sagt man immer so blöde, wenn es irgendwie den Holocaust thematisiert gegen Nazis ist und man irgendwo noch Hundewelpen und Babys einbauen kann, dann kriegst du einen Pulitzerpreis. Ist bei Filmen genauso. Das ist bei Filmen eben nicht so. Hast du die Oscars mal analysiert? Die Oscars sind nicht das Maß der Dinge, das sage ich immer wieder. Aber das tun viele tun so. Du hast es vorhin selbst getan, Adrian Brody hat nicht umsonst dafür einen Oscar gekriegt. Ja. Hast du gesagt. Okay, gut, hast du recht. Das ist das Standing, das die Oscars haben halt. Okay, gut, Aber ich bin trotzdem auch leider, das ist so blöd, ich nehme es als autoritäres Argument, aber eigentlich bin ich selber auch jemand, der sagt, die Oscars sind nicht das Maß der Dinge, ja. Podcast-Rezensionen. Always look on the bright side of life. Moin, Heiland. Ja, Leute, wir lesen aus Apple Podcasts und aus der großen Android-App Podcast Addict jeweils eine Podcast-Rezension vor, die uns gut gefallen. Und bei Apple Podcast schrieb uns der User eGrandeWert. Extreme Diarrhö. Stimmt. Ihr habt mir den zweiwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus letzten Monat deutlich versüßt und auch passend. In Klammer, ich hatte Dünnschiss und Magenschleimhautentzündung und habe mir die Klopapierfolge angehört. Mit freundlichen Grüßen Fabian Part aus Berlin-Neukölln. Bro, das hatte ich auch mal. Ich lag auch anderthalb Wochen im Krankenhaus. Falter oder Knüller? Oder wie neulich doch ein Hörer mal, neulich, vor über einem Jahr schon, anmerkte mal, oder Rubbler. Ja, bei Podcast Addict schreibt Meister Yodas Ur: Wenn ich zusammenfassen müsste, worum es in diesem Podcast geht, würde dies einen eigenen Podcast unter Supervision eines ausgebildeten Therapeuten erfordern.
Das, ohne Witz, das finde ich, das ist richtig so Meilenstein. Wenn Leute einen Podcast machen, die so Kack und Sach react oder sowas. Hier trifft Entertainment auf Sprechdurchfall und Alkoholexzesse. Wenn ich aber sagen würde, ich habe hier weniger gelernt als gelacht, wäre dies allerdings auch gelogen. Popkultur und Geschichte werden hier fachlich diskutiert. Danke für diese Ergüsse. Mein Hirn ist dank euch voll bestuhlt. Liebe Grüße aus Österreich. Hashtag Team Hannelore. Hannelore, genießt sie wohl. Aber seht ihr das? Das hatten wir schon ein paar Mal. Wir, die Kackis, haben schon so eine Art eigene religiöse Sprache geprägt, wo Leute einfach krampfhaft überall einen Pipi-Kaka-Popo-Wortspiel-Gag einbauen. Finde ich herrlich. Großartig. Auf jeden Fall. Frau Dumbler. Gedankenexkrement. Ne? Voll bestuhlt. Es hört nicht auf, lustig zu sein. Schiskutiert. Ist ja gut. Willkommen beim ASMR-Podcast. Geht ja diese Folge bei, diese Szene bei Family Guy mit dem. Ja, ja. So war das gerade. Fred, hör auf jetzt. Oder wenn Peter halt Radiomoderator ist und dann sagt so, ja, ich hab ihm so lange ins Ohr geschmatzt wie ein Radiomoderator in den frühen Morgenstunden. Und jetzt als nächsten Song spielen wir Bryan Adams mit Summer of 69. Gut, Leute, wenn ihr noch mehr ASMR wollt, wenn ihr noch mehr Kack- und sachlichen Shit hören wollt, der über diesen Kanal noch rausgeht, dann abonniert doch unseren Premium-Kanal auf Steady, schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch all den tollen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Folgt uns in den sozialen Medien bei Facebook, bei Instagram, Twitter und Twitch. Und sogar bei TikTok haben wir einen Channel mit rund 25 Followern. Yeah! Da machen wir auch nicht so viel, weil wir sind alle über 30. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, Bitches. Ach so, warte mal, eins doch. Nur, weil Fred ein bisschen Zeit hatte. Eins noch ganz kurz, für die Leute, die uns also auch irgendwie geschrieben haben, so von wegen, wer es noch nicht gehört hat, wir haben unser 10.000 Dollar Euro-Goal erreicht. Vielen lieben Dank, liebe Leute, nochmal. Die uns jetzt geschrieben haben, so, hey, warum seid ihr denn jetzt so nicht selbstständig und sowas. Leute, das ist in Arbeit. Hört das euch ist eine Arbeit. So wie alles muss gut Ding auch nach wie vor Weile haben. Wir machen das hier ordentlich und es gibt viele. Hört euch die letzte Hose runter Folge, die wir auch hier im kostenlosen Freefeed veröffentlicht haben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Die Kack- und Sachgeschichten erscheinen ja zweiwöchentlich immer am Heiligen Sonntag. Habt schöne Ostern. Ja, kommt gut rein in den Frühling. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Ja, geraucht hat er auch.